Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ihr hört den Jahresrückblick von Nerdizismus, dem Podcast für gepflegte Nerdkultur. Hier spricht SheNerd0815 und ich bin ab jetzt die neue künstliche Intelligenz und einzige Stimme der Vernunft in Deutschlands berüchtigste Nerdshow. Ihr werdet heute Zeuge des heißesten Live-Podcasts ever. 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 And now, Ladies, Nerds und Gentlemen, stellt die Sitze gerade, schaltet die Lauschlappen auf Empfang und schlagt kräftig die Batschehändchen zusammen. Herzlich willkommen zu Nerdizismus. Live aus dem Brauhaus in Gerresheim, heute mit Forever Nerd Girl Anja. Und nun einen großen Applaus für die Moderatoren der motzigsten Nerd-Sendung im Land. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Nerdizismus, live aus dem Brauhaus, so wie letztes Jahr. Und mit mir ist der Michael, hallo. Hallo. Und Forever Nerd Girl Anja. Hi. Und ich bin der Chris, hallo. Wir sind auch live auf Facebook und wir werden hier auch live Getränke bestellen, was wir dann nicht mehr rausschneiden aus dem Cast. Also nicht wundern, wenn es mal ab und zu mal auch mal der Kürbis hier unterwegs zu hören ist. Wir haben eine pickepackevolle Sendung heute. Wir wollen sprechen, endlich, da haben wir schon viele nachgefragt, über unsere Spoiler-Meinung dann zu The Last Jedi. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen was zu Justice League sagen, auch das wurde schon angefragt. Wir haben noch Dark auf Netflix geguckt, machen wir vielleicht auch noch ein bisschen was. Und Stranger Things, kann man vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Dark will ich mich eigentlich nicht spoilern lassen. Nee, wir machen spoilerfrei. Dann machen wir spoilerfrei. Ja. Wurde aber eine zweite Staffel schon für bestätigt. Ah. Schau an. Ja, siehst du, Michael weiß schon wieder mehr als wir. Wir haben schon geguckt. Bevor wir aber jetzt dann richtig einsteigen, nochmal für unsere Hörenden und die uns vielleicht auch zum ersten Mal hören, Nerdizismus findet ihr auf Facebook, Instagram, YouTube und auf Twitter. Immer einfach nach Nerdizismus schauen. Ihr könnt uns auf nerdizismus.de anhören und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr was kommentieren wollt und das nicht auf den sozialen Netzwerken tun wollt, sondern irgendwie in einem kleineren Rahmen, dann macht doch einfach info@nerdizismus.de. So, dann steigen wir mal ein. Dann sagt jetzt vielleicht jeder mal ganz kurz, du hast ihn nur einmal gesehen. Ja. Wir haben ihn schon zweimal gesehen. Und wir spoilern wie Hunde, ne? Genau, und wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte unser Kurzreview anhören, auf jeden Fall, weil das gibt heute wirklich eine Spoiler-Discussion bis zum Verrecken. So, steigen wir mal ein. Ladies first, wie fandst du? Ja, ich habe mir vorher das spoilerfreie Review von Chris angehört und deswegen bin ich nicht so ganz unvoreingenommen da reingegangen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Film. Es gab so ein paar Dinge, die fand ich jetzt nicht so toll. Er war mir ein bisschen zu lang, aber ansonsten, ich fand den Film super. Hat mich gut unterhalten. Ich habe ihn, wie gesagt, zweimal gesehen. Einmal in der Mitternachtspremiere und einmal gestern Abend. Ich war überrascht, weil ich habe selten einen Film gehabt, den ich nach dem zweiten Mal schauen so viel besser fand, als wie beim ersten Mal. Das heißt nicht, dass ich beim ersten Mal schlecht fand. Ich war halt ziemlich geschockt, überrascht von den ganzen Wendungen, die da drin vorgekommen sind. Und beim zweiten Mal, nachdem ich alles kannte, ist der bei mir in die Top 3 der Filme für 2017 eingestiegen. Auf Platz 2 oder 3 teilt er sich so ein bisschen. Deshalb, ich fand ihn richtig gut nach dem zweiten Mal schauen. Und eigentlich sollten die Fans wahrscheinlich auch besser zweimal schauen, weil er einfach beim ersten Mal die Fanbasis schocken kann, was man auch im Internet in den letzten Tagen gesehen hat. Aber gut. Aber ist das denn ein Film, sind Star Wars denn eigentlich, sind ja Filme, die man öfters guckt? Da ist ja die Frage jetzt, die man mal so in den Raum werfen kann, ob dann die Schockmomente überhaupt nötig waren, wenn sie sowieso nur einmal funktionieren. Also es sind ja keine Schockmomente in dem Sinne. Also zum Beispiel, ich bin dein Vater funktioniert viel länger, weil es viel emotionaler ist. Auch wie Mark Hamill das spielt, etc. Das funktioniert irgendwie besser. Dass Snoke gekillt wird, funktioniert genau einmal. Und danach beim Wiedergucken nie wieder. Ich habe übrigens eine Theorie dazu, dass er noch lebt. Dazu aber später mehr. Ja, es funktioniert auch beim zweiten Mal für mich. Weil beim zweiten Mal versteht man noch eher, warum das passieren muss. Und was die jetzt überhaupt für eine Story-Entscheidung für diese Story getroffen haben. Weil
auch wieder das Echo in den letzten Tagen. Selbst Mark Hamill, Luke Skywalker, hat jetzt einen kleinen Rant in einem Video abgelassen, dass dieser Luke nicht sein Luke ist. Dass er sich nicht, also dass er sich ganz anders entschieden hätte und dass er große Diskussionen mit Ryan Johnson hatte oder beziehungsweise eine Diskussion mit ihm hatte, sich aber dann am Ende darauf eingelassen hat und es respektiert hat. Ich würde es auch so sagen, es ist kein Star Wars Film, wie ihn sich die Fans vorstellen. Ich finde ihn aber einen guten Schritt und im Film selber funktioniert es für mich einfach. Reden wir gleich drüber. Ja. Wir haben ja ein paar Umfragen gemacht auf Twitter, Instagram und Facebook, wo wir gefragt haben, Top oder Flop. Seid ihr gespannt auf die Ergebnisse? Na, auch mal rein. Also overall, also alle Kanäle zusammengenommen, haben wir 54%, die sagen Top. 18% sind unentschlossen und 27% sagen Flop. Interessant bei der Sache war, dass es bei Instagram in der Wohlfühl-Community, und so nehme ich Instagram inzwischen wahr, da darf nichts Negatives passieren. Also Instagram muss alles toll sein, alles schön sein und bloß nichts Negatives. Da war also zu 100% Top. Keine einzige Gegenstimme. Außer meine, weil ich mal gucken wollte, ob es funktioniert. Aber es war wirklich nur 100% Top. Bei Twitter war es absolut gedrittelt. Also Top, unentschlossen und Flop. Ist aber genau die Reflexion von dem, was sich gerade im Internet von Fandom vor allen Dingen abspielt. Es gibt im Prinzip drei Parteien. Es gibt diese Partei, die Kritiker, die diesen Film hochloben, also die professionellen Kritiker im Netz. Dann gibt es das normale Publikum, was sich diesen Film anschaut, was in den USA einen Audience-Score von A vergeben hat. A ist schon ziemlich gut dafür. Und es gibt eine kleine Gruppe im Fandom, die scheinbar auch den Fan Rotten Tomatoes Score beeinflusst haben, die den schlechter als Justice League runtergehauen haben. Und das spiegelt das für mich wieder einmal, einerseits die ihn total toll fanden, andererseits die sich nicht entscheiden können. Das ist wahrscheinlich ein guter Film und ist alles ganz okay, aber mehr als ein guter Film ist es auch nicht. Und die ihn scheiße fanden, wegen den Entscheidungen, die da drin getroffen worden sind. Also ich finde schon, das passt zu dem gut, was man im Internet gerade liest. Also ich war ja in der Pressevorführung und danach war es im Foyer wirklich zweigeteilt. Das war echt zweigeteilt. Also die einen, die ihn hassten, also dann wirklich hassten und sagen, was für ein Scheiß. Und die sagten auch, der war doch eigentlich ganz gut. Wie du sagst, so der Schreiber von der Berliner Morgenpost oder irgendwas, also so der normale Filmkritiker, fand den ganz gut. Der Fan, also die so wie wir als Podcaster drin waren oder weil sie für irgendein anderes Games Magazin oder sonst was schreiben, die waren alle eher negativ. Also das war so die Gemengelage. Ich bin raus und ich war zumindest mal froh, dass ich mich nicht aufgeregt habe. Das fand ich schon mal ganz positiv. Und obwohl ich den Film jetzt nach dem zweiten Mal gucken viel besser bewerte und ihm am Ende jetzt 8 von 10 Punkten gebe, habe ich eigentlich hier trotzdem 3 Seiten mit mehr oder weniger nur Beschwerden. Ja. Also ich kann mich auch immer noch beschweren über viele Dinge. Trotzdem finde ich den Film gut. Also ich wüsste gar keinen Film, über den ich mich eigentlich total aufregen könnte und ihn trotzdem mag. Ja. Und das ist für mich ein Zeichen, dass der Film an sich funktioniert. Das heißt, er funktioniert auf vielen Ebenen, aber auf vielen funktioniert er halt nicht. Das würde ich nicht behaupten. Ich sage immer nochmal, auf vielen Ebenen trifft er Entscheidungen, mit denen man nicht klarkommen muss, die aber im Rahmen des Films, gerade für mich im zweiten Gucken, absolut funktioniert haben. Ich glaube, für mich ist es gar nicht so diese Entscheidung, was mich so stört, sondern es sind bei mir halt so ein paar Details, die teilweise einfach mit visuellen Dingen zu tun hat. So diese fliegende Leia zum Beispiel. Ich fand es einfach so blöd. Ich fand es so doof gemacht. Und ich saß halt im Kino und dachte nur so, wieso? Habt ihr in dem Moment, als es explodiert ist, habt ihr gedacht, okay, so haben sie Carrie Fisher rausgeschrieben? Beim ersten Mal gucken, dachte ich ja. Ich habe schon salutiert. Ja. Ja, und ich wäre, wenn sie wirklich gestorben wäre, ich wäre aufgestanden und hätte applaudiert, weil es perfekt gewesen wäre. Eben. Es wäre perfekt gewesen. Das finde ich nämlich auch. Und dann, als man dann so gemerkt hat, okay, das war es jetzt doch noch nicht, und sie dann so dazu zurück und die Macht mal genutzt hat, was er sonst eigentlich nie macht, dachte ich halt einfach, es passt einfach nicht. Es passt für mich wieder super, weil erstens hat man... Es sah so scheiße aus. Und es sah auch so... Tatsächlich?
Es war so eine Puppenzwinge. Es hat echt nur noch ein Regenschirm gefehlt. Über die visuelle Umsetzung kann man sich streiten. Ja, das war halt das, was ich scheiße fand. Dass sie da überlebt, okay, aber wie sie es halt umgesetzt haben visuell, das gefiel mir einfach nicht. Ich fand es in Ordnung und ich fand auch die Art, wie sie es gezeigt haben, gut, weil das für den Charakter... Albern. Weil das für den Charakter passt. Erstens wurde schon vorher gesagt im Film davor, dass die Schwester von Luke auch machtsensitiv ist. Machtsensitiv. Es sind 30 Jahre vergangen. Es gab eine Jedi-Schule. Meinst du nicht, die hat sich ein paar Tricks abgeguckt? Nee. Weil, ganz ehrlich, das ist nicht ein kleiner Trick. Das ist schon Jedi High-Level-Master-Skill. Genau. Ja? Und das finde ich jetzt nicht schlimm. Vor allen Dingen in dem Moment, als Luke dann abgehauen ist und sich von der Macht verschlossen hat, was wir jetzt in diesem Film mitbekommen haben, dass er sich wirklich verschlossen hat, ist es doch nur sinnvoll, dass sie als diejenige, die als einzige quasi fast Jedi-Ritterin da ist, noch ein bisschen dazu übt und als auch Heldin der Rebellion und ja, aber das nimmst du jetzt alles an. Das sind alles Annahmen. Natürlich nehme ich es an. Ja, und du weißt ja, was ich immer sage. Für mich muss ein Film funktionieren auch ohne große Annahmen. Er hat für mich funktioniert, weil er genau das gezeigt hat. Also ich glaube, da werden wir keine Freunde mehr, was die Mary Poppins angeht. Ich fand's also das dumm. Ist auch wirklich auch beim zweiten Mal gucken, wirklich ein awkward Moment. Ja, und da würde ich so sagen, boah, das ging gar nicht. Oh mein Gott, wenn mir mein Programmierer erzählt hätte, dass die Nerds sich nicht einmal auf Mary Poppins einigen können, ich wäre lieber Windows 10 geblieben. Das kann ja heiter werden. Es gibt zum Beispiel ein Cameo, wenn wir mal mit den Cameos anfangen. Es gibt ein Cameo von Kate Dickey. Jetzt werden sich alle fragen, wer ist Kate Dickey? Ja, wer ist Kate das? Dickey ist Lyssa Arryn aus Game of Thrones. Die fliegt auch hier, allerdings nur im kleinen Maßstab, beziehungsweise eigentlich im großen Maßstab. Also sie ist nämlich eine Offizierin auf einem Sternzerstörer. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich die? Die kenne ich, verdammt nochmal, kenne ich die aus Austin Powers oder so? Weil die eine von Austin Powers aussieht. Es war von Game of Thrones, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich Admiral Nase kenne. Habe ich aber noch nicht bei IMDb nachgeschaut. Weißt du es aus dem Stegreif? Hier, ich habe das im Kopf, aber ich weiß nicht. General Nase, okay. Ja. Gareth Edwards, der Regisseur von Rogue One, ist als Soldat im Schützengraben auf Crait dabei. Dann haben wir Ellie Goulding, ist dabei. Ja. Die ist eine Soldatin in der Höhle dann auf Crait. Willy und Harry, die zwei Winzerprinzen, sind dabei. Wo sind die? Die waren, jetzt muss ich selber nochmal nachschauen. Die waren im Aufzug, oder? Die waren im Aufzug, glaube ich, an irgendeiner Stelle dabei, genau. Aber wir haben auch... Star Wars Stammgast Warwick Davis da. Und zwar hat er diesen Typen gespielt, der BB-8 als Slotmaschine benutzt. Also diesen irischen Kobold. Genau, den irischen Kobold. Ich dachte echt, der kommt aus dem Rechner. Ja, aber das habe ich an einigen Stellen gedacht, wo es am Ende nicht war. Wahrscheinlich wegen der Nachbearbeitung so sehr. Auch bei Yoda. Bei der großen Yoda-Szene kam es mir teilweise zu sehr gerendert vor, obwohl Yoda wirklich eine Puppe war. Ich habe nachgelesen, Yoda war die ganze Zeit eine Puppe. Ich fand den aber sehr gut, also im Gegensatz jetzt zu Snoke, fand ich den Yoda wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir später noch zu. Wir haben noch ein paar Cameos. Justin Theroux spielt den eigentlichen Codebreaker. Ja. Ja, der es eigentlich ist. Das ist der Ehemann von Jennifer Aniston, wer es nicht wusste. Ich wusste und, es nicht. Und einer der Hauptcharaktere bei Leftovers. Und dann haben wir noch Joseph Gordon-Levitt. Oder Levitt, wie spricht er denn? Joseph Gordon-Levitt. Der spielt dieses Alien, das die Falschparkanzeige aufgibt auf Canto Bight. Und der ist wichtig, weil halt Rian Johnson als Regisseur schon öfters mit ihm gearbeitet hat und vor allen Dingen bei Looper war er ja die Hauptfigur. Dann, übrigens Looper, absolut großartiger Film, kann man immer wieder empfehlen. Dann haben wir noch angeblich noch James Corden drin, den man kennt aus den Carpool Karaokes. Ja, aber der macht super. Ja gerade überall Cameos. Der wäre wohl einer von den X-Wing-Piloten, die nur so eine Sekunde zu sehen sind und dann explodiert der. Also kann sein, also er sieht ihm sehr ähnlich, aber es ist nicht hundertprozentig bestätigt. Und du hast, glaube ich, auch noch ein oder zwei. Tom Hardy und Gary Barlow waren auch dabei. Ja, genau. Tom Hardy, das steht sogar also bei Wikipedia, wenn du den Film einfach anklickst, dann steht das da bei der Besetzung irgendwie direkt. Und ich habe mich so gewundert, so, hä? Wo war denn jetzt Tom Hardy? Also ich habe ihn überhaupt nicht gemerkt und dass es halt ein Cameo ist. Ja. Aber ich habe das Gefühl, spätestens seit Episode 7, wahrscheinlich wird es in Episode 9 einfach überhand nehmen, dass
gleich halb Hollywood da irgendein Cameo als Stormtrooper mal machen wird. Gut, ganz ehrlich, als Stormtrooper kannst du ja auch machen. Und man, die fallen einem ja auch nicht auf. Eben, genau, von daher alles gut. Wir haben noch ein paar Zitate, auch das möchte ich noch so ganz kurz als Hard Facts mal abhandeln. Und zwar aus anderen Filmen, zum Beispiel die Szene, wo Finn sich opfert, ist halt einfach ja, Independence Day. Also, wo Finn sich vermeintlich opfert, der opfert sich ja nicht. Aber kleiner Flieger in große Kanone ist 1:1 Independence Day, nur dass es da nicht. Das Bügeleisen des Todes, das ist halt eine Anspielung auf Hardware Wars. Hardware Wars ist eine Parodie aus den 80ern, wo Star Wars mit Haushaltsgeräten nachgestellt wurde. Ach so, ja, okay. Deswegen kommt das daher. Und, oder man könnte es als Deutscher natürlich sagen, Raumpatrouille Orion und das legendäre Bügeleisen als Schubregler. Der Tracker, dieses Tracking-Device, mit dem die aus dem Hyperraum die jetzt ordern können, was übrigens in Rogue One schon angeteasert wurde. Ja. Wenn die in Rogue One Auf Scarif die Dateien durchgehen, wird auch das Hyperraum-Tracking genannt. Das sieht aus wie ein Fluxkompensator. Das hab ich absichtlich oder unabsichtlich? Stimmt. Das sieht also absichtlich aus, oder unabsichtlich, ich weiß es nicht. Die ganze Szene war sowieso so, wie Han im Return of the Jedi in diesem kleinen Endor-Geheimeingang die Sprengladungen anbringt. Und das sieht auch alles so ähnlich aus. Ich wette, in Episode 9 gibt es eine Zeitreise. Ich hoffe nicht. Bring sie nicht auf irgendwelche Ideen. Ich glaube, das wäre so ein ganz starker Moment. J.J. Abrams hört diesen Podcast, bring ihn nicht auf Ideen. Aber er kennt das ja schon mit der Zeitreise. Deswegen. Ja. Dann haben wir diese Geschichte mit dem Parkvergehen, ist auch analog zu Fear and Loathing in Las Vegas. Da gibt es genau die gleiche Szene. Überraumträger haben wir schon gesagt. Und das Jetpack von Maz Kanata, wenn man sie kurz sieht, ist das gleiche Jetpack wie aus Rocketeer. Ja, aber komm, das konnte man ja wirklich kaum. Egal, aber now you know it. Ja, now you know it. Dann musste ich sogar meine Filmzitate ein bisschen unterteilen, weil ich sogar Star Trek extra ausgegliedert habe, weil es so viele Star Trek-Zitate drin gibt oder Dinge, die in Star Trek halt schon mal waren. Was der Aussage des Films ja so ein bisschen widerspricht. Welche Aussage des Films? Mit dem Alten zu brechen und was Neues zu machen. Ja, aber es ist halt einfach, also zum Beispiel, der Vater von Kirk steuert ja auch das Schiff in das große Schiff von Nero rein, damit die kleinen Fluchtkapseln abhauen können. Das ist sogar vom Visual her genau gleich. Ja? Du hast dieses große Schiff, also die Enterprise und die kleinen Fluchtkapseln. Hier hast du den Mon Calamari-Gruser. Ja, aber das ist es sieht genauso aus. Guck, ich hab's mir angeguckt. Es sieht genauso aus. Okay. Es sieht genauso aus. Es ist genauso gemacht. In Into Darkness konnte man auch plötzlich Schiffe aus im Warp tracken. Das ging vorher auch nicht. In Into Darkness ging das plötzlich. Stimmt, es ist JJ-Verse. Und bei Star Trek Beyond war auch die Nummer, wir lenken unsere Feinde mit Hologrammen ab. Das stimmt. Ja, ja, auf einmal, ne, sind da doch eine Menge drin, wenn man sich's mal so überlegt. Standardzitat überall sind die wackelnden Tassen, die halt in Jurassic Park und überall vorkommen. Das war also. Dann habe ich noch ein paar Star Wars Zitate, einfach nur, dass wir das auch abgehandelt haben. Die Würfel, da muss ich auch nochmal nachgucken. Die Würfel, die im Falken hängen, die hängen wirklich schon seit A New Hope drin. Mir sind die nie aufgefallen, die hängen echt schon seit A New Hope drin. Ja? Glückswürfel. Ist mir auch erst beim zweiten Mal wirklich mit den Würfeln aufgefallen, weil ich nicht wusste, wo ich die einordnen soll. Klar wird es angedeutet, dass es Han Solos sind, aber das ist auch so ein Moment, der einem schnell entgehen kann. Ja, also die Würfel hängen wirklich schon seit A New Hope drin. Dann haben wir jetzt grüne Milch statt blauer Milch. Wir haben wieder den Zwei-Sonnen-Moment, ja, also auch dieser Planet hat zwei Sonnen. Ja, und vor allen Dingen haben wir jetzt also die schöne Analogie, dass in A New Hope die Kerze. Ja, okay. Dass in A New Hope die Sonnen aufgehen und hier gehen sie jetzt unter. Echt? Drauf geschaut, weil ich mir nicht sicher war. Und man sieht wenigstens bei der ersten großen Sonne, wie die leicht untergeht. Stimmt. Und das passt perfekt. Ja. Okay. Dann Lukes letzte Worte sind auch die gleichen letzten Worte, sind auch die gleichen, die Han Solo zu ihm sagt. Genau, ja? Genau. See you around, kid. Was für mich aber auch ein großer Hinweis dafür ist, dass wenn sie Mark Hamill nochmal kriegen für Episode 9, dass er als Force Ghost zurückkommen könnte. Davon gehe ich ganz stark aus, dass er als Force Ghost wiederkommt.
Dann haben wir ein paar Empire Strikes Back Zitate klar, ob wir es, der Walker-Angriff, die ganze Szene, die ganzen Trainingsgeschichten und auch, dass es da so einen Höhlenmoment mit Rey gibt, dann gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das ist ja. Und wir haben natürlich auch noch eine Menge Return of the Jedi Moments. Also, wo früher Chewie den AT-ST gesteuert hat, macht es halt jetzt BB-8. Die Kylo und Rey-Szene im Aufzug ist 1:1. Ja, filmisch und auch vom Ding, vom Dialog her. Snoke Rey ist auch fast das gleiche, weil er zwingt sie ja dann durch dieses komische Glas zu gucken und zu sehen, wie die Flotte drauf geht. So muss halt Luke dann eben gucken. Und der Falcon Run durch die Höhle auf Crait ist auch 1:1 der Falcon Run durch den zweiten Todesstern. Sogar mit der Musik. Die gleiche Musik und die Radarschüssel geht auch wieder hops. Aber sie bringen, und das finde ich jetzt gut an dem Film, sie bringen einige Twists rein. Also man erwartet, die Grundstruktur ist auch wie das Imperium schlägt zurück. Ein bisschen. Jedenfalls eine Mischung aus Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber dann stellen sie doch an vielen Bereichen das auf den Kopf, dass meinetwegen Snoke plötzlich gekillt wird im zweiten Teil. Dass alles in andere Richtung, also dass Luke am Ende Rey trainiert, aber sich nicht unfreiwillig. Ja, Moment, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß, hast du ein bisschen den Faden verloren. Ja. Das macht aber gar nichts, weil ich habe ja noch ein bisschen was auf der Liste. Ich habe auch noch was. Und du hast auch noch was auf der Liste, dann mach du was. Das ist eher für die englischen Zuschauer, die es auf Englisch gesehen haben, relevant. Jetzt auch noch auf Englisch. Auf Englisch sagt Luke nämlich Laser Sword. Im Marketing und eigentlich überall woanders wird immer Lightsaber gesagt. In den Prequels und so. Und Laser Sword ist der Begriff, den ursprünglich George Lucas für Lichtschwerter hatte. Was sagt denn Alec Guinness in The New Hope, wo das erste Mal das Wort vorkommt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass... Nein, da sagt er Lightsaber. Lightsaber, ja. It's your father's lightsaber. Ja. Nee, nee. Das Laserschwert deines Vaters. Ja, in Deutschen ist es das Laserschwert deines Vaters. Und im Englischen ist es der Lightsaber. Ja. Genau, aber George Lucas hat es ursprünglich als Laser Sword beschrieben. Man weiß jetzt nicht wirklich, ob es eine Intention von Mark Hamill war, das sozusagen, oder ob es von Rian Johnson wirklich so reingeschrieben worden ist. Der X-Wing, der versunkene X-Wing auf Akto. Stimmt, das haben wir auch noch. Ja, ich dachte ja eigentlich, dass er den, oder dass Rey den nochmal da raushebt, dass wir so eine Szene nochmal sehen, aber... Ja, oder dass Luke ihn nochmal raushebt und dann wieder die Hilfe von Yoda braucht. Und es war das erste Mal, sie haben jetzt, wer hatte das, Snoke hat davon geredet, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, dass Darth Sidious, also Imperator Palpatine, in seinem Sith-Namen erwähnt worden ist außerhalb der Prequels. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, an welcher Stelle war das denn? Snoke erzählt irgendein Zeug, meine ich. Nee, oder war es... Was, ich glaube, Luke redet davon. Ich glaube, Luke redet davon, als er nämlich von der Hybris der Jedi-Ritter redet. Genau, ja, genau. Und da sagte das Sidious, und das Sidious wurde so nie, es wurde halt immer Imperator gesagt. Ich weiß auch noch nicht mal, ob in den, ich bin mir nicht sicher, in den Originalfilmen wurde Palpatine beim Namen Palpatine genannt. Das war immer der Imperator, oder? Nee, die Separatisten sagen Sidious. Sidious? Ja. Weil für die ist er ja noch Darth Sidious. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Okay, dann... Dass die Separatisten in den Prequels ihn Sidious nennen. Dann sind es Fake News. Oder Maul sagt Sidious oder Count Dooku. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die den Sidious nennen. Ziemlich sicher. Okay. Ziemlich Was hast sicher. Du noch? Das war's. Ich habe noch eine viele Menge offene Fragen. Da können wir gleich nochmal drauf gehen. Da ich jetzt schon ja groß angekündigt habe... Und wir gerade auch schon über Snoke gesprochen haben und wir den Themenkomplex, glaube ich, auch ganz gut für sich behandeln können, sage ich jetzt mal meine Theorie, die ich hatte, bevor ich ein Interview von Rian Johnson gelesen habe, in dem er also eigentlich sagt, dass Snoke tot ist. Ich glaube trotzdem noch nicht so ganz dran. Und ich möchte euch kurz meine Gründe darlegen, warum ich da nicht dran glaube. Ja? Folgendes. Erstens, also... Warum? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Darth Sidious jetzt da war. Entweder ein Force-Hologramm, so wie Luke am Ende, oder ein Klon. Das lasse ich jetzt mal offen. Weil, warum Klon? Das wäre eine jetzt Legend-Storyline aus Dark Empire, glaube ich, oder Erben des Imperiums, dass eigentlich der Palpatine oder Darth Sidious nach seinem Tod seinen Geist immer in Klone transferiert.
diese Klone aber extrem schnell körperlich abbauen und er permanent wechseln muss. Okay, das war die Story, die in den Büchern nach dem, der Originalstrategie genau, richtig, genau. Deswegen sieht er so verbeult aus. So, nein, das war bisher Canon. Wäre aber eine so, ganz gute... Da sie bisher ja immer nur so Nitpicking aus dem Canon machen, warum sollte es nicht möglich sein, dass sie sich diesen Part rausklauen? Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass Snoke Palpatine ist. Das glaube ich nicht. Das auch nicht. Das glaube ich nicht. Aber diese Idee des Körperwechselns, ja? So. Weil wenn er so ein Supreme Being ist, und das steht in jedem Quellenbuch, das du dir kaufen kannst, überall steht das dann, the most powerful with the force and the Supreme Being und so weiter, dann sollte es für ihn eigentlich kein Problem sein, das zu tun, wenn sie diese Idee aufgreift. Also hätte man nur einen Klonkörper getötigt. Möglichkeit 1. Aber selbst wenn es ein Force Ghost war, egal. Weil... Der sieht in seinen Hologrammen, also wenn der ein Kommunikationshologramm macht, sieht er viel schlechter aus als das, was dann da sitzt. Luke sieht als Force Ghost, als Hologramm, auch ganz anders aus, als wie er eigentlich da sitzt. Hat kürzere Haare. Hat kürzere Haare, hat einen Bart, hat nicht so versoffene Augen und so weiter. Also, die Wunden, die der Snoke hat, sind in seiner Darstellung im Thronsaal andere und auch weniger da, als wenn er Hologramm ist. So. Dann gibt es ein Mosaik auf... Wie heißt der? Akto, der Planet? Ja. Ne? Dieses heißt die Insel, glaube ich, Akto. Ja, okay. Ja. Also da gibt es ein Mosaik. Und dieses Mosaik, das ist da, wo Luke sitzt und über die Hybris der Jedi redet. Ja. Wenn man dieses Mosaik sich in dem Quellenbuch anguckt und einmal auf den Kopf dreht, dann sieht es aus wie Snoke. Das ist so ein Yin und Yang-Ding. Das ist eine Figur, so ein sieht aus wie Snoke, Yin und Yang. Also müsst ihr euch mal angucken. So, dann aber eigentlich das, was ich glaube, weil wenn nämlich dann Kylo das Lichtschwert dreht und das dann anschaltet, dann beschreibt Snoke das ja wortwörtlich, das, was passiert. Ja. Er sagt wortwörtlich, du drehst dein, ich weiß nicht, was er in Deutsch sagt, you turn your lightsaber and kill your most hated enemy. So, A, warum soll Rey der most hated enemy sein? Doesn't make any sense, also muss es nicht unbedingt sein, sondern so wie der Snoke den Kylo vorher behandelt hat, könnte es auch umgekehrt sein. Zweitens sagt er, du kannst mich nicht besiegen, ich bin dir immer einen Schritt voraus, ich lese deine Gedanken. Aber deshalb wenn sagt das er aber doch alles den stimmt. Ganzen Scheiß davor. Er sagt ja, ich bin dir einen Schritt voraus, ich lese deine genau. Gedanken. Ja, genau, und deswegen weiß er, dass er ihn killt, weil er sagt, kill mich doch einfach so wurscht, ich komme sowieso wieder. Nein, aber das ist ja der große Switch-and-Bait-Moment, in dem, warum der dann am Ende getötet wird. Weil er beschreibt ja das, was Kylo machen soll. Und dass er jetzt endlich eine Einsicht gefunden hat und endlich entschieden ist, irgendwas zu etwas zu machen. Nein, er sagt nicht, was er machen soll. Er sagt, was er tut. Ja, es ist Präsenz, es ist kein... Du solltest jetzt dein Lichtschwert drehen. Er sagt, was er tut, weil er seine Gedanken lesen kann. Und Kylo nutzt das natürlich aus, weil er die Gedanken lesen kann. Und man sieht doch auch, wie das auch filmisch dargestellt ist, wie er seine Hand dreht. You turn your lightsaber and strike down your enemy oder was er da sagt. Das ist doch so klar, dass ja, es da das auch sollt ihr alle glauben. Ja. Also ich leg mich fest, ich leg mich jetzt heute schon fest. Die nächste Runde Killepitch für die Stars of Conventions geht auf meine Kappe, wenn Snoke nicht lebend wiederkommt. Und ich sage dir, der kommt wieder. Lebend kommt er nicht wieder. Also von mir, aber er kommt wieder als Force Ghost. Er kommt wieder, Punkt. Er kommt wieder. Entweder mit Hologramm oder aber Snoke werden wir nicht nochmals sehen. Als Force Ghost kann ich nachvollziehen. Weil sie haben ja in den ganzen Film gesagt, dass wenn eine starke Macht auf der dunklen Seite sich erhebt, muss eine gleich starke Macht auf der hellen Seite stattfinden. Und das ist für mich auch eine Regel, die bei den Force Ghosts wahrscheinlich eintrifft. Das heißt, wenn sie Mark Hamill als Force Ghost zurückbringen, dann wird auch Snoke als Force Ghost zurückkehren. Du hast ja recht, wenn jetzt gesagt wird, ne, das Dunkle erhebt sich und das Helle erhebt sich auch. Die ganzen Kinder jetzt am Ende. Ja. Ja, auf die Kinder. Kinder können wir gleich schon mal eingehen. Also wie gesagt, das wollte ich nur mal kurz mitgeteilt haben. Und eine Theorie gibt es übrigens noch zu Snoke. Ich weiß nicht, wie viel dran ist und ich glaube, sie ist mittlerweile schon widerlegt worden, dass er nämlich Darth Plagueis ist. Nee, das ist durch. Das ist durch. Das Thema ist durch. Ganz sicher? Ja, das Thema ist offiziell für Rian Johnson durch. He's not Darth Plagueis. Okay, alles klar. Dann also das, brauchen das, wir auch nicht mehr erklären, genau. Darth Plagueis ist. Nee, das Thema ist durch. Darth Plagueis ist durch. Hugh Hefner ist nicht Darth Plagueis. Und also wie gesagt, ich sage, Snoke kommt wieder. Auf jeden Fall.
Der ist nicht tot. So, sind wir mit den Cameos und Anmerkungen alle durch? Dann sind wir jetzt durch. Jetzt können wir mal auf die einzelnen Charakter gehen. Und wir haben im Vorgespräch, während wir gegessen haben, schon festgestellt, da sind verdammt viele Charakter dieses Mal. Und ich finde, es ein bisschen zu viele. Ja. Für 150 für jeden, Minuten. Ja, und trotzdem bleibt für jeden nichts übrig. Finde ich schon. Ja, deshalb sind wir doch hier damit. Ja, aber für die neuen Charakter oder halt auch für alte. Weil jetzt zum Beispiel so ein Chewbacca, den ich echt total gerne mag als Charakter, der kommt gar nicht so häufig vor. Ja, aber ist Chewie irgendwie in der alten Trilogie groß? Er hat aber im letzten Film eine Menge zu tun gekriegt. Er hat eine Menge zu tun. Und jetzt wird er voll degradiert. Ja, aber weil er auch einfach nicht wichtig ist mehr in dem Fall. In diesem Jahr. R2-D2 und C3PO sind auch nicht wichtig. Deshalb könnten kommen wir auch ganz, nicht bevor wir, wo wir gerade bei Chewie sind, könnten wir auf das schlechteste Prop ever der Filmgeschichte zu sprechen kommen. Dieses gegrillte Pork-Ding, das so nach Plastik aussah, wie aus der wie wenn es von Ikea oder aus so einem Möbelhaus so ein gegrilltes Hühnchen aus so einem Fake-Küchenzeile ist. Also das sah so schlecht aus. Was erwartest du denn, wenn du CGI brätst? Das war ein Gummihuhn. Ja, aber ja, dann, wenn du ein CGI... Nee, pass auf, ich sag dir, was ich mache. Du nimmst einmal Butter und reibst es mal mit Butter ein, damit es nämlich auch ein bisschen tropft und schubst sieht das nämlich so aus. Ich wollte ja darauf hinaus, dass wenn du eine CGI-Figur brätst, kommt ein Gummihuhn am Ende raus. Das war so schlecht. Das war so... Es hat mich echt rausgezogen. Beide Male. Ja? Und es gibt eine Stelle, wo Rey da zum ersten Mal auf diesem großen Stein hockt und da siehst du auch den Bluescreen so gnadenlos. Ja, das stimmt. An also manchen das ist Stellen wirklich, der ist wirklich ganz, ganz schlecht. Sonst sind die Tricks sensationell, aber das finde ich ganz schlecht. Auch an der Stelle, wo... Noch ein Alt, muss ich sagen, ich bin gerade nicht... Der einzige Trinker hier, ja. Auch an der Stelle, es sah super episch aus, als Luke aus der Höhle rauskommt und vor der First Order steht. Das war ein absolut epischer Moment, auch wo die beiden Kylo Ren und Luke sich gegenüberstehen. Aber da sieht man auch so stark den Greenscreen. Das fand ich noch viel schlimmer. Ja, da ist er mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also da war es wirklich, also es war echt so wie so ein alter 80er-Jahre-Film. Das hast du, also die eine Stelle war ganz schlecht. Also, speaking of Kylo und Rey, nehmen wir mal die zwei zusammen. Ja. Also die wichtigen Charaktere für diesen Film waren Kylo, Rey, Luke, vielleicht Leia, Poe, Finn und Rose. Ja, den wichtigsten hast du vergessen. Wenn es BB-8 nicht gäbe, wären die alle schon tot. Ja, aber BB-8 ist auch mehr im Hintergrund in diesem Film. Überhaupt, wenn es die ganzen Astromechs nicht gäbe, wären die alle schon tot. Ja. Star Wars ohne Astromechs wäre nach 5 Minuten vorbei. Ja, und es wurde ja auch gesagt, Rian Johnson, die haben ja auch in der offiziellen Beschreibung gesagt, dass die ganzen Leute, die bei den Bombern da drauf gegangen sind, in der Eingangsszene, waren gar keine Menschen drin, sondern waren alles Droiden, die sich geopfert haben. Hä? Ich habe es irgendwo gelesen, dass es offiziell gesagt wurde, als gefragt wurde, sind denn bei den Bombern, waren da noch irgendwelche Menschen drin? Wieso waren noch Piloten und Bordschützen drin? Ja, auch, aber größtenteils waren da wohl Droiden drin. Hä? Okay, ja, verstehe nicht. Gezeigt, ich habe nicht ein einziges gesehen. Achso, das kann man übrigens noch erwähnen. Diese Bomberszene ist ja ein 1:1 Zitat zu dem, wie es George Lucas Star Wars in den 70ern gepitcht hat. Okay. Er hatte ja keine Tricks, als er das gepitcht hat. Also hat er die ganzen Kampfszenen zusammengeschnitten aus Zweite Weltkriegsmaterial. Mhm. Ja, aus Luftkämpfen aus dem Zweiten Weltkrieg, aus Wochenschauen. Und wenn du dir anguckst, wie diese Bomber da auch funktionieren, die ja komplett schwachsinnig sind, also wer würde denn in so einem Universum solche Bomber bauen? Ja? Die übrigens mit Magnetismus funktionieren. Ja, weil Schwerkraft... Ja. Aber ganz ehrlich, dann kann ich auch unter jeden X-Wing 2 von den Dingern klemmen und die einfach so abwerfen. Also die Bomber machen keinen Sinn. Aber so wie sie funktionieren... Aber ich meine, selbst dieses Dreadnought ist ja ein Kriegsschiff. Genau, aber so wie sie funktionieren sie halt wie ein klassischer Zweite Weltkriegsbomber. Ja. Ja, mit Bordschützen und dann fallen die da unten raus und so weiter. Also das war nochmal 1:1. So aber wie da das hat man ja sowieso viele Kriegszitate in dem Sinne, dass man diese Kriegsgräben hat, dass man dieses Kriegsschiff hat, dass man die Bomber dabei hat. Das ist ja alles Star Wars. Deshalb ist es diesmal auch wirklich ein War. Ja. Ja. Dreadnought ist übrigens auch die Schiffsklasse, die im Zweiten Weltkrieg die Bismarck versenkt hat. Ja. Wisst ihr das jetzt auch? Und ich hätte aber den... Jetzt sind wir schon wieder gesprungen, aber das möchte ich nur kurz sagen. Dieses Elefantenrennen, das fand ich irgendwie doof. Ich hätte es anders gelöst. Ich hätte es im Nebel gemacht. Im Nebel?
Ich hätte ihn im Nebel verstecken lassen. Die Ach so, Rebellen im ja, Nebel okay, verstecken lassen. Ja, okay. Gibt es sowas im Universum? Warum soll es nicht geben? Ja, ist sowas, das wäre zwar dann wieder auf meine Liste der Star Trek-Zitate gekommen, ja. Aber es wäre cleverer gewesen, das mit so einem Nebel zu machen, an so ein blödes Elefantenrad. Ja, oder ein Asteroidenfeld. Das wäre wieder in your face, aber es wäre dann wieder konsequent gewesen. Okay, aber wir waren aber jetzt bei Kylo, Rey und Luke und Leia. So. Genau. Letztendlich, es sind einige Charaktere, aber die wichtigen Charaktere kriegen für mich genug Screentime. Alles, was unwichtig ist, gerade die aus der alten Trilogie, die Droiden oder ja, einer, der auch direkt drauf geht, Fischgesicht, Akbar. Die sind einfach jetzt diesmal nicht wichtig und werden entsprechend auch nur am Rande erwähnt. Aber die Hauptcharaktere, vor allen Dingen, ich meine, das ist absolut dadurch, dass es ein Nebenfilm ist für ein Hauptfilm ist für Rey und für Poe und für Finn, ist der eigentliche Hauptcharakter Luke. Das ist ein Luke-Film. Das ist eigentlich nur ein Film, in dem es um das Ende von Luke Skywalker geht. Und das haben sie gut für mich hinbekommen. Und das waren auch die Szenen, die gezählt haben dafür. Alles andere war Schmuckwerk, was gezeigt haben soll. Dieses Universum ist groß, dieses Universum ist erweitert. Auch diese ganzen Canto-Bite-Szenen. Der Canto-Bite war wie Indiana Jones. Das fühlte sich an wie Indiana Jones 2. Das Casino am Anfang. Oder ja, die Varieté-Bar am Anfang. Aber es ist halt wieder eine Art Bar im Star Wars Universum. Ja, halt hat Musik dabei gehabt. Ja. Man hat eine etwas andere Welt mittlerweile gehabt, weil es nicht mehr dieses. Man hat einen etwas anderen Einblick ins Star Wars Universum bekommen, weil man ansonsten immer nur in diesen dreckigen Ecken unterwegs war, außer vielleicht in den Prequels. Aber hier ist es jetzt mal. Man ist nicht nur im Krieg unterwegs, man ist nicht nur bei diesen kleinen Rebellen unterwegs, man sieht auch, was sonst im Universum passiert, dass es Leute gibt, die von diesem Krieg profitieren, indem sie ihn unterstützen, wenn auch nicht moralisch, sondern einfach nur durch ihre Erfindungen. Und es gibt auch Charaktere, die keine Legenden und Helden sind, wie Luke Skywalker oder Han Solo, wie diese Kinder, die auch wichtig dafür sind, um eine Rebellion um diesen berühmten Satz, um das Feuer der Rebellion wieder zu empfachen und aus einer kleinen Flamme einen großen Sturm zu machen. Und das wurde alles, das war alles Setup für das, was am Ende kommen kann und kommen soll. Und dass es nicht nur um diese paar Leute geht, sondern um das große Ganze. Es geht um die Galaxie. Sie reden immer von der Galaxie, aber hier geht es jetzt mal um die Galaxie. Ja, aber ich würde sie mal gerne sehen, die Galaxie. Ich sehe sie ja nie. Man hat ja jetzt einen Teil davon gesehen. Ihr habt einen weiteren Planeten gesehen. Ja. Nee. Also in dem Title-Crawl war für mich mehr Story drin als in dem ganzen Film. Aber du hast doch in Italien in der schönen Ausstellung eine Karte gesehen von allen Planeten, die im Star-Wars-Universum sind. Ja, und da gibt es eine Menge. Ja, da kann man auch mal benutzen. Kannst du mal gucken. Ja, die kann man auch mal benutzen in so einem Film. Rogue One macht das zum Beispiel. Ja. Ja, aber Rogue One macht es auch sehr beliebig. Aber da wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Also, Ray, sagen wir mal, ist ein Luke-Film. Ja. Dann bleiben wir mal bei Luke, um den abzuschließen. Er segnet ja dann am Ende das Zeitliche. Da war sich das Kino einig. Keiner hat verstanden, warum. Also das ganze Kino in der Pressevorführung hat nicht verstanden, warum. Weil er jetzt irgendwie erschöpft war? Weil er sich verausgabt hat. Ja, ich glaube, Anstrengung das ist, und dieses... Ja, aber das ist aber genauso billig, wie Padme stirbt halt, weil Padme sterben muss. Nee, aber ich meine, man hat ja, also dieser Kraftakt, eine Projektion hinzubekommen, riesig sein muss, wurde angedeutet. Dadurch, dass nicht... Auf einem anderen Planeten vor allem. Genau. Achso, eine Sache habe ich noch. Ja. Projektion, Entschuldigung, das muss ich noch kurz einwerfen, weil sonst vergesse ich die mich hier. Der ultimative Beweis, warum Snoke noch lebt. Der ultimative Beweis. Jetzt habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Weil, nämlich, pass auf. Rey und Kylo unterhalten sich ja. Und der Snoke sagt, ich habe das bewerkstelligt, dass ihr euch unterhalten könnt. Und sie können sich noch unterhalten, als er noch tot ist. Nein. Das ist kein Beweis dafür. Doch, natürlich ist das ein Beweis dafür. Snoke hat die Tür geöffnet. Snoke hat die Tür geöffnet dafür, vielleicht dass er... Vielleicht lügt er auch einfach nur. Nein. Snoke... Es ist der Beweis, dass diese Projektion viel Kraft kostet, da Snoke, man hat gesehen, unglaublich machtvoll ist, sehr viel Kraft hat. Übrigens finde ich immer noch Macht viel zu harmlos als Übersetzung ins Deutsche.
Force, das hat auch vom Phonetischen her richtig viel Kraft dahinter, aber Macht ist so abgeschwächt dafür. Aber Snoke hat die Macht, einfach diese Verbindung herzustellen. Und selbst das, die sehen sich ja nur gegenseitig. Und auch kein anderer sieht die in dem Umfeld. Und dass Luke dann am Ende über eine ganze Galaxie hinaus eine Projektion aufrecht erhält, wo er sogar leichten physischen Kontakt hat, muss eine enorme Anstrengung sein. Und er hat ja schon gesagt, er hat sich die ganzen Jahre vor der Macht verschlossen. Also er war überhaupt nicht im Training drin, irgendwas zu machen. Er ist noch ein machtvoller Jedi, aber er hat am Ende seine ganze Kraft dafür eingesetzt, um das letzte bisschen Hoffnung wieder aufzuarbeiten, das letzte bisschen Hoffnung zu geben. Und dann ist seine Aufgabe erfüllt. Und deshalb ist das schon ganz gut, wie er draufgegangen ist. Er ist ja, und sie haben ja auch gesagt, er ist nicht in Qual untergegangen, er hat nicht gelitten, sondern er hat quasi gesagt, jetzt war genug. Ja, aber ich habe es nicht verstanden, hätte er nie machen müssen. Also ich, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also vor allem, weil ich glaube, dass die Szene ursprünglich mal anders war. Das ist doch ganz klar. Weil entweder hat er Borderline oder Depression, aber ich glaube, die Szene war ursprünglich mal anders, weil es gibt zwei, drei Blicke und er hält sich so den Bauch und er guckt so nach unten, dass ich glaube, dass es vielleicht mal eine Version gab, wo er wirklich eine physische Wunde hatte. Ja, er ist ja runtergefallen. Vielleicht ist er auch krank. Er ist ja vom Stein gefallen. Vielleicht ist deswegen. Vielleicht hat er einen Tumor. Ja. Er ist unheilbar krank und deswegen kümmern sich diese komischen Rüsselnonnen um sie. Okay, ich verstehe deine Argumentation. Meine Argumentation ist auch aber einfach, dass es für diesen Luke, weil Mark Hamill hat ja auch gesagt, es ist nicht sein Luke, dass der richtige Weg ist und dadurch, dass er einfach ein gebrochener Charakter war, nicht das Hoffnungsvolle, was wir von den Jedi kennen, dass das Letzte seiner Kraft da reingegangen ist und deshalb war es sein Ende. Glaube ich auch. Ja, also es ist mir ein bisschen zu doof. Aber also ich finde es gut, dass er stirbt, damit habe ich kein Problem. Hättest du gewünscht, dass er nicht stirbt am Ende? Ich hätte nicht sterben lassen, nicht so. Wir haben ja übrigens gewettet, oder wir haben ja auf der Comic-Con noch darüber gesprochen, wer denn sterben würde in dem Film. Und eigentlich, Luke hat nicht wirklich irgendwer von uns gesagt. Nee, Luke hat keiner auf dem Schirm gehabt. Nee, Luke hatte keiner auf dem Schirm. Weil es offensichtlich nach Han gewesen wäre. Ja, wie gesagt, er ist ja auch nicht wirklich tot. Er kommt ja als Force Ghost. Also bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der als Force Ghost... Und das haben wir ja dann durch den Yoda-Auftritt gelernt. Force Ghosts sind ja verdammt mächtig. Die können ja jetzt... Also ich nenne ja nur noch Tor-Yoda. Ja? Er hatte jetzt 30 Jahre Zeit, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Aha. Und eigentlich müsste ja Qui-Gon und Obi-Wan auch noch dabei sein. Du redest ja alles schön. Ja, natürlich. Jetzt sind wir aber trotzdem, also Luke haben wir abgeschlossen, sagen wir mal, okay, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber wie gesagt, er kommt wieder von da aus, Haken dran, alles aber gut. Da wir bei Luke sind, ist das eigentlich eine ganz gute Überleitung zu Yoda hin. Weil hatte ich eben im Vorgespräch gesagt, Yoda hat für mich den wichtigsten Satz und das wichtigste Zitat in diesem ganzen Film, worauf die Moral der Geschichte einfach aufbaut. Und zwar, jetzt schaue ich nochmal. In der heutigen Folge haben wir gelernt, dass auch die Meister ab und zu mal scheitern. Genau. The greatest teacher failure is. Ja. Also Versagen, Scheitern, worüber dieser gesamte Film einfach ist, auch diese ganze Kanto-Bei-Szene, die viele sagen, die ist nutzlos, weil sie einfach nichts weiterbringt. Doch, sie nützt was. Erstens, um das Universum zu erweitern und zweitens, um zu zeigen, das ist wieder eine Form des Scheiterns. Sie müssen scheitern, um daraus zu lernen und in diesem Film runtergebrochen zu werden auf das Nötigste, auf das, was die Rebellion eigentlich mal ausgemacht hat, auf diese paar Schlüsselfiguren, die jetzt wieder das Licht der Hoffnung entflammen und aus ihren Fehlern lernen, um einfach in die Zukunft zu gehen. Das hat Luke verlernt, weil er sich einfach abgeschottet hat nach seinem großen Fehler. Und das ist eigentlich auch bei allen anderen Charakteren. Ich meine, dadurch, dass sie nach Kanto weit fliegen und einen falschen... Erstmal kriegen sie nicht den richtigen Codebreaker, sie werden eingesperrt, können ihre Mission auf Snokes Schiff nicht erfüllen. Die Rebellion versucht abzuhauen mit einem Trick, das geht auch nach hinten los, weil der Codebreaker jetzt bei der First Order dabei ist. Also alles geht schief. Alles ist einfach nur Scheitern in diesem Film. Mit nur ganz wenig Glück oder vielleicht ganz wenigen Erfolgserlebnissen. Vielleicht ganz am Ende. Aber dieser Film ist übers Scheitern und daraus, was man vom Scheitern lernen kann. Ich fand ja, diese Szene mit Luke und Yoda war für mich die zweitschönste Szene im ganzen Film. Weil ich saß da im Kino und es war halt nur Yoda und Luke und
einfach dieser ganze Dialog war für mich so ein richtiges Star Wars-Feeling. Hast du damit gerechnet, dass der kommt? Nee. Also ich war völlig platt, als ich den gesehen habe. Also ich war sehr überrascht, aber ich fand das total toll. Es hat mir richtig gut gefallen. Auch der Yoda, der war halt so schön gemacht. War wieder eine Puppe. Warst du überrascht? Ja, das fand ich super. Ich hatte mit Yoda 0,0 gerechnet. Ich hab das gefeiert. Yoda wurde ja vorher leider gespoilert, ne? Ja, von also ich wusste es nicht. Ich weil Frank Oz auf der Premiere war, oder was? Nein. Viele Leute haben es vermutet, aber in der Tat hat irgendeine Moderatorin im US-Fernsehen das Bescheuerste gemacht überhaupt, um ein ganzes Publikum einen Monat vor dem Erscheinen des Films zu spoilern. Okay, das habe ich nie mitgekriegt, von daher war ich nicht gespoilert. Sie hat halt den John Boyega interviewt, den Finn-Schauspieler, und ist damit eingestiegen, weil sie das irgendwo in irgendeinem Forum gelesen hat. Und alle Fans werden ja begeistert sein, dass Yoda wieder dabei ist. Im Live-Fernsehen, im Frühstücksfernsehen, in Amerika oder in irgendeinem englischsprachigen Land sagt sie, dass Yoda wiederkommt. Und John Boyega steht da einfach nur so und sagt, hat keine Worte mehr für das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Und sagt, no, you cannot say this. You really cannot say this. Sorry. You just cannot say it. Es war ein absoluter Fehler von der Moderatorin, sowas im Live-Fernsehen vor der Preview. Das wäre sogar ein Grund, die rauszuwerfen. Naja, ganz abgesehen, ich fand die Szene auch gut. Ich fand's, er kam mir ein bisschen zu künstlich vor, obwohl er wirklich eine Puppe war. Nee, ich fand den richtig gut. Nee, ich fand, also der Prequel Yoda ging halt nie. Ja. Ja, auch, dass man dann nachträglich noch die Puppe aus Episode 1 dann ersetzt hat durch ging halt gar nicht. Nee, also wunderbar, schön wieder. Also mir und Sie haben den Original Puppenbauer von Yoda wieder hervorgeholt. Das konntest du halt sehen, richtig. So die ganze Partie, genau. Es war halt wirklich der alte Yoda. Ja. Also man konnte es richtig erkennen. Sie haben den Original-Puppenbauer dazu geholt, die Original-Pläne wieder rausgeholt. Sie haben ihn wirklich 1:1 nachgebaut und Frank Oz dazu geholt, der ganz viele Anmerkungen und Anweisungen gegeben hat, wie Yoda denn aussehen muss. Ja. Und er sah einfach wieder wie früher aus. Ja, und genau das Gefühl hatte ich nämlich. Und das war so dieser Star-Wars-Moment. Also wie gesagt, für mich die zweitbeste Szene. Beste Szene war Kampfszene Rey und Kylo Ren in diesem roten Thronsaal. Das war für mich die allerbeste Szene. Und Yoda sagt ja auch noch einen wichtigen Satz, we are what they grow beyond. Also wir sind, was sie hinterlassen müssen, dem sie überwachsen, wo der Schüler zum Meister wird quasi. Sie lassen sich uns hinter sich. Und das ist einfach, das ist auch die Moral des ganzen Films, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Das ist für mich der wichtigste, der erste Yoda-Satz ist für mich der wichtigste Satz im Film, weil er diesen ganzen Film einfach zusammenfasst und ich beim zweiten Mal schauen genau darauf geachtet habe, dass das alles 1:1 auf diese eine Aussage, auf diese eine Zitat passt. Wo du gerade den Kampf im Thronsaal ansprichst, das wäre mal mutig gewesen. Da habe ich echt gedacht, boah, wenn ihr jetzt den Weg geht und Rey einschlagen lasst, das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil, wenn sie einschlägt und da hätte ihr halt, sag ich mal, der Kylo ein Angebot machen können, was man nicht ablehnen kann. Der Kylo war ja an dem Moment an einem Punkt, wo er durchaus glaubwürdig hätte sagen können, pass mal auf, so wie ich das mit der ersten Order läuft, jetzt haben wir den Snoke gekillt und so wie das mit der ersten Order läuft, ist alles nicht so dolle. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal besser. Hat er ja gesagt? Ja, aber er hat es halt wieder mit Vader-Worten gesagt. Rule the Galaxy und so weiter. Okay, also er hat es halt negativ konnotiert. Ja. Ja. Okay. Beherrschen etc. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal alles richtig. Ja? Und wir nutzen die Power der Ersten Ordnung, die ja offensichtlich da ist, wo auch immer die herkommt, aber sie ist ja offensichtlich da. Und die Force. Ich meine, das wäre ein super langweiliger Film geworden. Ja, aber es wäre trotzdem cool. Das sehen. Aber da habe ich so, boy, komm, schlag ein. Ja. Nee, macht sie dann nicht, weil er sich halt auch doof ausdrückt. Ja. Damit ist halt diese Geschichte jetzt im Grunde genommen durch. Ich hatte ja die Hoffnung, dass diese Prätorianer als Knights of Ren... Dachte ich auch erst. Aber anscheinend sind die das. Die kommen ja auch ursprünglich in den ersten Filmen auch vor. Ja, eben. Und das, also das, da, ich habe später noch so eine Sektion offene Fragen, da gehen wir gleich nochmal auf die ein. Ja. Aber letztendlich... Habt ihr kurzzeitig gedacht, die machen jetzt eine Love-Story aus denen? Nein. Nein.
Also klar, man denkt mal so drüber nach irgendwie, aber für mich wäre das eigentlich nicht in Frage gekommen. Nee, das passt also nicht rein, deshalb wird für mich auch zum Beispiel eine Romanze zwischen Ray und Finn nicht reinpassen. Ja. Die ist es ja eher eine brüderliche Zuneigung, also eine geschwisterliche Zuneigung, die die gegenüber empfinden. Jetzt schreibt hier gerade, ein Kommentar war nicht so lustig, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, beziehungsweise diese Dialoge zwischen Kylo und Ray fand ich geil. Bis auf den einen Moment, kannst du bitte ein Handtuch anziehen. Oh. Ja, da dachte ich auch so, Ray ist so ein bisschen verklemmt. Also, und ja, also vor allem, dass in dem Moment nix, ist das hat sie auch nichts anderes ja, zu tun. Und das war halt übrigens unwichtig. Immer so, du hast so, das zieht sich so durch. Der Humor ist ja was sehr bekrittelt wird. Und ich mag ihn auch nicht, weil dieser Humor wirklich an komplett falschen Stellen ist. Ich habe gelacht, ja, okay, die Gags zünden als Gags, aber sie sind eigentlich an den komplett falschen Stellen. Ich meine, du musst dir das mal überlegen. Da steht der Luke auf seiner Insel. Plötzlich kommt jemand und gibt ihm sein seit 50 Jahren nicht mehr gesehenes Lichtschwert. Und er schmeißt es einfach weg. Sorry. Ja, dann spielt er den alten Grantler und hat aber nur One-Liner. Aber das war doch super. Deshalb hat Mark Hamill wahrscheinlich am Ende dann auch dieser gesagt, Telefonstreich von Poe am Anfang. Ja, den fand ich echt gut. Pass auf, deine Resistance ist gerade kurz vor Auslöschung. Ja, und er macht so einen Telefonstreich-Gag mit Holte Leibniz und sagt er nicht sogar, deine Mutter ist dran? Ja. Es soll doch herauszögern sein, das Ganze. Ja, aber es war schon wirklich sehr... Ich verstehe auch, warum sie es in dem Film gemacht haben. Und für mich ist es einfach... Für mich zu viel Guardians of the Galaxy und da passt es und da nicht. Ja, ich glaube, Humor ist wirklich eine sehr... Wie gesagt, die Gags zünden, Sache. Die Stellen sind falsch. Es ist gerade... Es kommt genau an den richtigen Stellen, weil es ist auch gegen es geht gegen die Erwartungen. Der ganze Film geht gegen die Erwartungen und auch der Humor geht gegen die Erwartungen an den passenden Stellen. Und deshalb fand ich am Anfang das super, dieses ganze please hold, still holding. Nee, den Witz an sich fand ich irgendwie doof. Ich fand ihn beim zweiten Mal noch mehr. Aber Humor ist wirklich eine Ansicht. Ja, wie gesagt, ich habe gelacht bei den Gags. Ja. So ist es nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Gags nicht zünden, aber die Stellen sind komplett falsch. Also ich konnte leider nicht so viel lachen, weil ich neben mir einen sitzen hatte. Oh ja, erzähl mal von dem. Okay. Ey, der hat schon bei der Werbung hat er schon übertrieben gelacht. Also die neue Aldi-Werbung, wo die da im Weltall sind, ne? Die ist ja ganz witzig. Aber der hat so übertrieben laut gelacht, dass ich schon dachte, oh mein Gott, wie wird das jetzt? Aber die Film? Haben die Lautstärke Gott sei Dank beim Film nochmal so aufgedreht, dann ging's immer. Ja, aber der hat so unecht halt gelacht und aber auch laut und viel. Da konnte ich dann leider bei manchen Gags nicht mehr so lachen, weil der Typ mich einfach so aufgeregt hat. Gut, wir waren aber bei Kylo und Rey gewesen. Ich habe noch ein paar lustige Szenen. Aber letztendlich ist es halt Geschmackssache. Humor ist wirklich eine Geschmackssache und ich mochte den. Also die Hux-Szene, die Hux-Verarsche-Szene, die Luke wirft das Lichtschwert weg. Luke, wie der die Milch trinkt. Das fand ich so ekelig. Weil ich fand diese Kuh so geil, die dann so guckt so, was macht der jeden Tag? Wie Chewie einen Pork essen will, auch wenn der Pork scheiße aussah. Die Porks an sich fand ich jetzt gut, dass sie so schwerlich eingesetzt haben. Weißt du, warum die Porks überhaupt drin waren? Ich fand die niedlich. Marketing? Nee, ja, also im Nachhinein Merchandising. Ja. Aber es wäre zu viel Aufwand gewesen, diese blöden Vögel von der Insel zu retuschieren. Von der echten Insel bei Irland. Okay, da fliegen halt dauernd so Vögel rum. Und jeden einzelnen Vogel runter zu retuschieren, da wären die gekloppt geworden. Also haben sie sich halt da ein Viech ausgedacht, was okay ist, wenn da immer was rumfliegt. Da muss man sich nicht bei jeder Szene Gedanken machen, ob irgendwo ein Vogel durchs Bild fliegt. Dass man noch gutes Marketing draus machen kann und Merchandise. Ich glaube auch, dass es eine Storyline gab, wo der Falken kaputt war, die rausgeschnitten wurde. Ich glaube, es gab eine Storyline, wo der Falken wie in Empire auch kaputt war. Weil du siehst ja die Kabel rumbeißen und so weiter. Ich glaube, es gab eine Storyline, wo die kaputt war, wo sie auch nicht auf Hyperspeed gehen konnten oder irgend sowas. Ich meine, so ein Film entwickelt sich ja. Das haben wir ja auch an Force Awakens gesehen, wo einige Szenen reingekommen sind, die eigentlich nie so geplant haben. Was haben wir noch für lustige Szenen? Eine der besten Szenen, als Rey die Hand... ausstrecken soll, um nach der Macht zu greifen. Ja, ich spüre. Ich fand gut, wo sie den Stein
kaputt gehauen hat mit dem Lichtschwert. Und die Caretakers. Und die Rüsselnonnen, so nenne ich die liebevoll. Die stehen da mit dem Ding und so. Und gucken so nach oben. Ich fand das gut. Die BB-8-Szene, wo er als Münz, als Einarmiger, aber schlimm. Die... Fand ich ganz schlimm. Aber sie hat am Ende Sinn, weil er das Geld... Ja, okay, die war halt dann da für den Gag dann da, ja. Aber ja. Ja. Und dann hast du noch, also der einzige Gag, der wirklich, also wo ich, der echt gezündet hat, war für mich als dann, weil ich, ja, call me stupid, ich habe nicht sofort gerafft, dass das ein Luke Force Ghost ist, ja. Also ich habe das am Gesicht nicht, ich dachte, okay, der sieht jetzt irgendwie anders aus, wie dann gut, der hat sich halt mal, das ist ja eigentlich so, du hast ja den abgefragten Held und dann rasiert er sich mal, schneidet sich die Haare und kommt dann wieder zurück. Ja, aber er färbt sich die Haare halt nicht. Okay, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, auf die gefärbten Haare, deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Mir ist es erst aufgefallen, ganz ehrlich, mir ist auch erst beim Lichtschwert aufgefallen, das mit den Fußspuren habe ich gar nicht gerafft. Ja. Mir ist erst beim Lichtschwert aufgefallen, aber ich fand es halt, ich habe auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch gekauft, dass Luke so mächtig ist und dieses Bombardement von den AT-ATs abwenden kann. Und als er dann rausgeht und sich diesen Staub da abwischt, das war nicht geil. Ja, das fand ich geil. Das war einfach episch. Und ich hätte es einem Jedi-Meister wie Luke auch abgenommen, dass er das kann. Hätte, also ich würde mal behaupten, dass er es auch könnte. Vielleicht nicht nach all der Zeit, wo er jetzt sich der Macht verschlossen hat, aber... So ein Yoda. Aber zumindest hätte das in Spielen gibt es eine Power, die heißt Force Shield. Ja. Also, ja. Ah ja, hier haben wir übrigens in dem Film auch ganz viele neue Force-Kräfte, Machtkräfte, die so noch nicht zu sehen waren in dem gesamten Universum. Was ich auch gut fand, weil es das erweitert hat. Aber ja, ich war von der Szene auch überrascht beim ersten Mal gucken. Ich habe irgendwann kurz vorher gedacht, okay, der ist jetzt eine Projektion, aber auf dieses darauf achten, dass er eigentlich mit nichts interagiert. Ich meine, selbst Leia, die Hand, wie er... Nein, er küsst sie, er interagiert mit ihnen. Er gibt ihr die Würfel in die Hand, er gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Aber die Würfel sind eine Projektion? Okay, Kylo hebt ihr ja auch später auf. Kylo hebt ihr später auf. In dem Moment, glaubt ihr, dass Leia das gemerkt hat, dass er ein Force Ghost ist? Weil nein, sie hatte, ich glaube, keiner hat, weil alle gucken ja auf ihn. Und selbst wenn es nur in ihrem Kopf gewesen wäre, C-3PO sieht ihn auch und in dessen Schaltkreise kann er nur weiß Gott mal nicht rein. Aber ich meine, weil ich habe versucht beim zweiten Mal darauf zu achten. Und als Luke sehen ihn alle. Leia berührt, hat sie einen kleinen Moment, wo sie wissend aufblickt, wo sie eine Erkenntnis im Kopf hat. Und das könnte für mich ein Hinweis sein, dass sie merkt, irgendwas ist hier noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Kann sein, ja. Ich fand die Auflösung super, weil ich es clever fand, weil es unerwartet kam. Und man hat halt diesen Kompromiss zwischen einmal einem absoluten Badass-Jedi, Luke Skywalker-Moment, wie er da hinkommt und schießt mit allen Waffen auf ihn, einfach drauf feuern und dann zack, einmal mit der von der Schulter weggewischt. Das war einfach geil. Aber das bringt mich jetzt zu einem nächsten Charakter, nämlich unserem General Hux. Ja. Und auch Captain Plasma. Jetzt mal ohne Scheiß. Die First Order wird jetzt, Stand jetzt, ja, von zwei absoluten Vollhonks. Ja. Also zwei absoluten Vollidioten. Ja. Die auch nur jede noch so, ich habe in unserem The Force Awakens Podcast, habe ich damals schon gesagt, der Snoke hat eine sehr schlechte Personalpolitik. Er ist nicht gerade sehr günstig, sehr glücklich, was seine Personalentscheidungen angeht. Hat er aber ja auch selber in diesem Film zugegeben. Hat er in dem Film ja auch zugegeben. Und jetzt sind die zwei absoluten Obergraupen, die einfach nur nach dem Peter-Prinzip nach oben gefallen sind, führen jetzt die First Order. Ich kann halt, und das ist mein Problem, warum dieser Hux zur Witzfigur wird, ich kann halt jetzt die First Order nicht ernst nehmen. Ich habe von der First Order, die Bedrohung der First Order kenne ich nur auf dem Titlecrawler. Ja. Ja? Ich kenne die nur aus dem Titlecrawler. Und jetzt sehe ich diese zwei Schwachmaten. Der eine ist ein Choleriker und der andere ist unfähig. Die sollen jetzt eine Bedrohung da sein. Deswegen interessiert mich der neunte Teil auch gar nicht so sehr. Also für mich könnte es jetzt auch vorbei sein. Ja, theoretisch wäre es auch ein gutes Ende jetzt gewesen. Ne? Ja? Ja. So. Und da muss man ja auch sagen, jetzt sind es noch 20 Rebellen ohne Schiffe. So wird es einem ja dargestellt. Ne? Nein, sie haben ja Verbündete überall in der Galaxie, die nicht ja, aber zur, genau, die genau, sind nicht gekommen. Weil sich nämlich die Verbündeten alle denken, was für Spinner. Ja? Ne, die sagen dann, die haben gar keine Chance mehr.
Oh, das haben wir auch einfach keinen Bock mehr vielleicht. Weißt du, man kann es ja auch mal von der Warte sehen. Jetzt überleg mal, wie die First Order argumentiert. Das sind so ein paar spinnerte Reichsbürger, ja, so ein paar Verschwörungstheoretiker, ja, so ein paar Irre, ja, die sich da gefunden haben übers Internet. Und also du kannst auch von der Warte aus sehen. Und jetzt hast du noch 20 Bekloppte übrig, ja. Es gibt ja auch in dem Bloodline-Roman, die spielen ja dann nach der Schlacht von Endor, da versucht ja Leia die Republik wieder aufzubauen und ihr wird ja dann vorgeworfen, dass sie die Tochter von Darth Vader ist. Da geht es im Bloodline rum. Und die Republik selber entwaffnet sich dann. Das ist der Grund, warum die dann in The Force Awakens nur noch so überhaupt oder jetzt auch so wenig Waffen haben. Und so wenig, weil sie sich selber entwaffnet haben, die Idioten. Warum jetzt die First Order dann da kommt, das habe ich jetzt vergessen oder wird auch gar nicht so genau erklärt. Aber im Grunde genommen kann man es jetzt auch echt mal von dieser Warte aus sehen und sagen, naja, das sind halt jetzt 20 Bekloppte. Ja. Who cares? Ja. Und da frage ich mich jetzt, also wenn die jetzt wenn das jetzt alles in Teil 9 über den Title Crawl gelöst wird, dann ist das ziemlich billig. Kommt drauf an. Ich glaube, wir haben im Teil 9 einen gewissen Zeitsprung. Und auch ein paar Sachen werden im Title Crawl erklärt werden. Aber so wie ich es vermute, wird es eher einen großen Clash in Teil 9 geben mit allem. Weil alle sich, entweder erhebt sich die Galaxie, was man jetzt ja in Teilen gesehen hat, dass sie sich erheben wird durch die ganzen Kinder und dass es einfach jetzt wieder eine Hoffnung gibt. Und sie haben, die First Order hat einfach einen unglaublichen Rückschlag auch erlebt. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Jahre die an dem Starkiller gearbeitet haben, wie viele Jahre die an diesen fetten Kriegsschiffen gearbeitet haben und ich meine diese ich wollte sagen, schwimmende, fliegende Festung von Snoke wird ja wahrscheinlich auch nicht billig gewesen sein. Also die werden ja jetzt wirklich einen großen... Natürlich sind die noch überall verteilt, aber ich glaube, die haben ihre Superwaffen erstmal verloren. Und dadurch ist ja natürlich wieder Hoffnung, um ein paar Jahre sich gegenseitig gegeneinander aufzubauen. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Also es ist mir halt alles. Man kann es reininterpretieren. Ja, man kann es viel reininterpretieren. Weißt du, dann gibt es ja die Argumentation, die dann heißt, ja, in der klassischen Trilogie bei New Hope wurde das ja auch nie gesagt. Ja, stimmt, aber das Wort Imperium allein. Signalisiert und konnotiert eine gewisse Größe. Ja. Ja? Also allein schon das Wort Imperium. Also ich kriege hier gerade den Hinweis, ich soll nicht immer Triologie sagen. Boah, ich denke zu viel. Was sagt er? Der sagt Triologie. Ist mir noch nicht aufgefallen. Eigentlich sage ich das gar nicht. Ich verschleife das O. Das O wird verschlissen. Trilogie, ja. Mann. Meine Frau regt sich immer auf, dass ich Bonbons sage, nicht Bonbons. Und oh, Recherche. Auch, oh. Was sagst du, Bonbons? Bonbons. Mit M? Ja. Und Recherche. Wieso? Ja. Könnt ihr alle nicht reden? Sagt ihr Balkon oder Balkon oder Balkon? Balkon. Balkon. Balkon, ja. Dankeschön. Ja. Kannst du nicht reden? Und heute hatten wir jemanden. Wie schreibt man das? Mit N am Ende, nicht mit G. Ja, man sagt ja auch richtig und nicht richtig, obwohl es mit G am Ende geschrieben wird. Richtig. Richtig. Ja. Ja. Und es heißt richtig. Auch Teig und nicht Teich. Irgendjemand wird wissen, wen wir meinen. Sagst du Teich? Ist noch Teig übrig zum Plätzchenbacken? Ja. Teig. 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 Ja, nicht Teich. Moment, ich sag aber manchmal auch Teich. Ist Name noch Teich da? NRW-Bildungssystem at its best. Aber trotzdem heißt es Trilogie. Okay, gut. Von mir aus heißt es Trilogie. wir haben noch Poe, Finn und Rose übrig auf unserer Liste. Ja. Also ganz ehrlich, mit Finn wussten sie, glaube ich, nicht mehr viel anfangen. Ich hätte ihn echt sterben lassen. Ich hätte ihn echt sterben lassen. Ja, wäre gut gewesen. Ja. Ich hätte ihn echt sterben lassen. Dankeschön. Und am Ende ist die Frage halt bei Finn gewesen... wieso war er jetzt im Koma und wieso ist er jetzt plötzlich aufgewacht? Er war doch verletzt nach The Force Awakens. Ja, aber wieso ist er jetzt ganz plötzlich aufgewacht? Ich meine, das war so eine Andeutung. Weil der Plot es halt wollte. Ja, aber die Andeutung auch wieder deshalb
wurde auch oft gesagt in manchen Reviews, viele der Szenen, die Rian Johnson jetzt gedreht haben, waren einfach Fuck J.J. Momente. Fuck J.J. Abrams. Weil er einfach alles demontiert und wieder rückgängig gemacht hat, was J.J. irgendwie aufgebaut hat. Und auch dieses Mysterium, Finn ist jetzt in einem Koma, was wahrscheinlich, wo er nur aus mit der Macht wieder herausgeholt werden kann oder sowas, ist auch einfach, er wacht auf und fertig ist. Ja. Ja, aber ich meine, die Medizin ist doch so fortschrittlich, dass das eh nicht lange dauert, dass der, also, damit hat sich... Leia ist nach 30 Minuten wieder fit. Ja, aber sie wird ja wirklich durch Luke aufgewacht. Weg. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Ja, aber red ruhig weiter. Die ist auch ein bisschen älter. Ja, was haltet ihr von dem Rose-Charakter? Finde ich gut. Ich finde ihn auch gut. Ich fand die sympathisch. Ja. Ich fand die ganz süß. So, so der Nerd im Star Wars-Universum. Weil, wisst ihr, an wen die mich erinnert hat? Aus die eine aus Firefly. Diese Mechanikerin. Ja, ja. Wie heißt die? Kaylee. Ja, so ein bisschen. Ja. Ich find die Schauspielerin auch unglaublich sympathisch, jetzt was ich in den letzten Tagen über sie gelesen habe, wie... ich glaube, sie ist dreimal bei irgendwelchen Premieren weinend zusammengebrochen auf dem Teppich, weil sie sich so gefreut hat über alles. Es gab eine Szene, wo sie im Restaurant war und ihr Freund sie auf per Facebook-Live-Video aufgenommen hat, wie sie andere Leute beim über Star Wars reden zuhört und sie in Tränen ausbricht, dass sie über sie reden. Nee, also die Frau ist schon sehr sympathisch und als Charakter fand ich sie auch gut, weil im Gegensatz zu allen anderen, also Rey ist halt dieser typische Machtcharakter, die eine, die die Hoffnung von allen jetzt trägt. Poe ist der Han Solo-Ersatz, der Badass, der auch ein Held quasi. Alle anderen sind irgendwas mit Legenden oder wirklich überlebensgroße Figuren. Aber kann mir da mal einer erklären, warum der Finn dann abhauen will? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der will zu Rey. Er will Rey retten. Ja, aber warum sagt er das nicht einfach? Sagt er doch. Ja, aber nein, er schleicht sich ja weg. Warum geht er nicht zu Admiral Nase hin und so, oder zu Leia hin und sagt, pass mal ob, Schätzelein, so und so. Vielleicht, weil er bei seinem letzten Arbeitgeber schlechte Erfahrungen hatte? Ich meine, er hat es ja auch nicht anders gemacht, als er von der First Order abgehauen. Er ist ja eigentlich ein Einzelgänger. Ja, aber das... Er wollte ja auch im letzten Film immer abhauen. Ja, aber die Wandlung hätte er jetzt eigentlich vollziehen müssen, ihn nicht mehr abzuhauen. Ja, und da hilft ihm Rose ja dabei jetzt. Eben, er entwickelt sich ja jetzt auch nochmal weiter. Ja, aber dann hat er sich zweimal zum Gleichen entwickelt. In eine ähnliche Richtung, die... Der muss sich halt festigen. Genau. Also ich war extrem enttäuscht von dem Charakter. Nur für Rey in eine bestimmte Richtung entwickelt, weil er ihr vertraut hat und ein guter Freund jetzt von ihr war und sie gern mochte. Und das hat er ja eigentlich nur fortgeführt in diesem Film. Er lernt ja jetzt erst die Rebellion so richtig kennen. Genau. Und sieht ja jetzt erst, was alles dahinter steckt. Und sieht das Imperium aus wirklich einer gut, anderen Sicht. Okay, ja gut, aus der Warte kann man sehen, wenn man sagt, okay, der hat wirklich alles verpennt und wachte, ja okay, gut, okay. Ja, kann man sehen. Aber das ist ja auch das, was Rose am Ende sagt. Also wir kämpfen hier für Liebe, bla bla, das musst du jetzt erkennen. Ja, also da habe ich ja... Ich meine, das kann man auch so sehen, ne? dass das eine dumme Aktion war. Das war die dümmste Aktion ever. Ich meine, A, hätten sie beide draufgehen können. B, sagt sie dann, wir können alles schaffen mit der Liebe. Und du siehst im Hintergrund gerade, wie die Mauer zerspült und alle ihre Freunde draufgehen. Ja, also, nee, also das war komplett albern. Ich fand auch völlig verschenkt Benicio del Toro. Ich saß beim ersten Mal gucken, als es dann so angeteasert wurde, ja, Casino-Planet und Glücksspieler. Und ich so, ey, die haben es echt geschafft, allen zu verheimlichen, dass Lando wiederkommt. Und ich hätte so abgefeiert. Ich glaube, das ganze komplette Kino hätte gefeiert, wenn Lando wiedergekommen wäre. Rian Johnson hat aber gesagt, er hat drüber nachgedacht und in einigen Versionen für ihn war Lando auch vorher drin. Aber dann hat er nochmal drüber nachgedacht und hat ihn nicht mit reingebracht. Ja, er sollte halt nicht so viel nachdenken. Ja, nein, weil lieber intuitiv entscheiden. Lando ist ja mittlerweile auf Seiten der Rebellion oder wir wissen nicht, wo er ist. Ja, kann sich ja wieder verpisst haben. Der ist ja jetzt dann auch schon ein bisschen älter. Ja, aber dann wäre es wirklich eine 180-Grad-Wende für seinen Charakter. Okay, war es für Han Solo auch so. Ja, eben. Also von daher, Han Solo ist wieder zum Schmuggler geworden, er auch wieder. Also von daher, aber für den Charakter passt es halt, weil der am Ende auch diesen Verrat begehen muss, was halt wieder scheitert. Aber die ganze Las Vegas-Geschichte war komplett unnötig. Ja. Die hättest du auch
total anders lösen können, ohne nicht dass so sie lange. Jemals... Weil du musst dir das mal auch vorstellen, du hast einen Scope. Ich glaube, das ist so mein Problem mit dem Film, ist dieser Scope, der eigentlich nur 20 Stunden sind. In diesen 20 Stunden hat Ray 3 Tage Ausbildung hinter sich, so ungefähr. Ja? Und Finn und Rose mal einen Abstecher in eine komplett andere Ecke zu so einem Casino-Planeten, inklusive Falschschlagen, Flucht, alles demolieren, abhauen aus dem Gefängnis. Es ist einfach zu... Das ist aber, ich glaube, ja? die Ray-Storyline ist nicht so parallel zu dem Rest verlaufen. Aber so wird es mir aufgezeigt. Es wird ja, suggeriert. Ich glaube auch, dass Ray einfach... Und dann, das hättest du dann eben besser, Zeit, wenn du aus diesem Rennen... gegen den Treibstoff, was überhaupt nicht spannend ist, meiner Meinung nach, also ich fand es überhaupt nicht spannend, ein Verstecken in so einem Asteroidenfeld / Nebel gemacht hättest, dann hättest du dir auch Zeit nehmen können, weil dann ist es wurscht, ob es 3 Tage ist oder 30 Tage sind. Ja. Dann hätte man auch so sagen können, boah, wir sitzen jetzt hier schon einen Monat und es geht langsam vielleicht das Essen aus. Das Essen könnte ihnen ja ausgehen, ja, genau. Das mit dem Treibstoff, das ist so... Vorräte werden irgendwie... Sauerstoff und Vorräte fände ich viel spannender als Treibstoff. Ja. Da muss ich sagen, ich verstehe ja im Star-Wars-Universum noch nicht die Reisegeschwindigkeit von Lichtgeschwindigkeit. Die ging mir ein bisschen zu schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie flott die überall hinspringen können. Ist Überlichtgeschwindigkeit. Überlichtgeschwindigkeit. Wie viel jetzt mehr, weiß ich mal. Auch bei Star Trek ist ja auch Überlichtgeschwindigkeit. Ja gut, Überlichtgeschwindigkeit, die klar, nur anders erklärt wird. Also bei Star Trek ist es physikalisch, theoretisch halbwegs irgendwie machbar. Bei Star Wars brauchen sie aber ja auch immer eine Weile, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ja, die sagen auch. Ja auch manchmal Monate. Aber hier scheint ja Rey innerhalb von weniger... Ja, eben. Stunden von diesem völlig entlegenen, unbekannten Planeten zurück zu den anderen zu kommen. Genau. Das, was für halt mich nicht. Eher unlogisch war. Ja, ich sag ja. Das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja, so wie war das der Schnelle? Ja, so wie bei Game of Thrones, wo die auch so von innerhalb von Westeros, innerhalb von fast Minuten... Westeros-Schnelle. Ja, genau. Ja. Fast, also, das... Ja, und ich glaube, und das ist so mein... Wenn ich mein Problem mit dem Film... Wie gesagt, ich finde ihn gut, ja? auf den Punkt bringen müsste, dann ist es, glaube ich, dieses Storytelling aus Fernsehserien. Das ist so Storytelling. Es ist ein modernes Storytelling. Ja, und das ist aber, hat aber im Film nichts zu suchen, wenn du mich fragst. Das hat im Film nichts verloren, wenn du mich fragst. Das ist Storytelling aus Fernsehserien, was man so nicht machen muss und auch keine Not hat, das zu tun. Und das passt halt einfach, weil Star Wars ist kein Game of Thrones und Star Wars ist auch kein Lost. Und jetzt wird aber hier jetzt wird sich verhalten wie in Game of Thrones meets Lost. Hier werden hier Mystery-Brocken hingeworfen, die nie einen Payoff kriegen. Ja? Jeder Charakter ist jetzt auf einmal jederzeit killbar. Mhm. Also jederzeit killbar. Ja. Nee. Ja, das hat damit zu tun, ich weiß gar nicht, hatten wir das jetzt eben schon erwähnt. Ich will mich auch ein bisschen auf was verlassen können. Ja, das hat aber damit zu tun, dass sie für diese Trilogie, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns in diesem Podcast wiederholen oder vom Vorgespräch her, dass sie keinen Masterplan... Das hatten wir im Vorgespräch, Im Vorgespräch haben wir gesagt... Und das finde ich schlimm. Die hatten keinen Masterplan für die Trilogie. Das finde ich, um mich zu sagen, grob fahrlässig. Disney hat zugegeben oder hat gesagt, dass sie jeden Regisseur die Story weitertreiben lassen, so wie er sie weitertreiben lassen möchte. Die haben kein Endziel. Und das ist für eine Trilogie ja suboptimal, wenn man sie ein bisschen zusammengehörig entwickeln will. Das ist wie mit den Harry Potter Filmen, wo auch jeder sein eigenes Ding gedreht hat. Und nee, Harry Stil, Potter, ja. Da hatte man ja... Ja, man hatte natürlich ein absehbares Ende, aber ich meine jetzt vom Stil, dass halt jeder Film anders wird. Weißt du, was ich meine? Kein roter Faden. Ja. Grüner Faden. kein roter Faden. Das finde ich ja okay, weil bei Harry Potter fand ich es gut, man hatte 7 Filme, in die jeder Regisseur was Eigenes mit reingebracht hat, aber man wusste, wo es hingeht. Die Bücher gab es. Ja, deswegen meine ich, da gab es halt ein absehbares Ende, aber also da muss halt ich jetzt mal sagen, als jemand, der Faden. Jetzt bei Harry Potter zwar alle Bücher einmal gehört hat, also wirklich einmal gehört und jeden Film einmal gesehen. Ja. Also wenn man von der Warte ausgeht, dann habe ich, natürlich weiß ich, dass da unterschiedliche Regisseure am Werk sind, aber ich habe das jetzt nicht so gemerkt. Also als jemand, der sich damit nicht auskennt und das jetzt nicht so wie in Star Wars erlebt, aber ich glaube, ich verstehe jetzt auch den Punkt, weil wenn das bei Harry Potter echt so ist, dass man das merkt, also wenn man sich da auskennt. Also für mich ist es so, ich weiß nicht, wie es anderen Fans geht. Dann aber schwant mir ja Schlimmes für Episode 9. Wenn dann der JJ wiederkommt und sagt, fuck Johnson, alles wieder umschmeißt. Ja. Und dann frage ich mich, wie guckt man denn dann diese Trilogie in 30 Jahren?
wenn das so ein Stückwerk ist und überhaupt nichts aufeinander zusammenpasst. Genau. Vielleicht hätte man eher den Ansatz von einem Breaking Bad verfolgen sollen, weil Breaking Bad wurde zwar auch so entwickelt, dass die jede Staffel sich in irgendwelche Sackgassen extra reingeschrieben haben, wo sie noch nicht wussten, wo sie rauskommen, aber letztendlich ein Ziel hatten sie im Auge, dass er böse wird und dass er vielleicht am Ende drauf geht, das weiß ich nicht, ob sie das drin hatten, aber ein grundsätzliches Ziel hatten sie dabei. Und dieses Ziel haben die bei der Trilogie nicht. Man kann das Ziel auch im Laufe des Projektes anpassen, das kennen wir ja aus dem Berufsalltag, dass man auch Pläne mal verwerfen muss und denkt, ja, ein anderes Ende passt jetzt besser. Man muss ja nicht stoisch da hinterhergehen. Aber dass sie gar kein Ziel haben, also so ein Masterplan sollte ich schon haben. Ja. Vor allem auch so ein Zeitziel finde ich halt auch vernünftig. Ne? Zu sagen, also wie du jetzt bei Breaking Bad gesagt hast, gut, das sind, ich glaube, wie lange geht die? Fünf Jahre. Staffeln. Ja, genau, jedes Jahr eine Staffel. Ja. Okay, welche Zeitspanne hat ein Film? Ist es auch bei jedem Film jetzt unterschiedlich, ne? Aber so generell, diese ganze Trilogie, was für ein Zeitrahmen ist das? Ne? Also, das finde ich schon recht wichtig, weil ich meine, guck dir die Prequels an, da haben wir einen sehr großen Zeitrahmen und auch bei der Original-Trilogie haben wir auch einen sehr großen Zeitrahmen. Obwohl bei den Prequels ist es ja, bei den Originalfilmen ist es ja auch so, dass sie nach dem ersten Film ja eigentlich gar keinen anderen Plan hatten. Ja gut, da gab es jetzt auch nicht so einen großen Zeitsprung. Ja, aber es gab zumindest eine Story für einen neuen Teil, die war ja schon mal irgendwie ganz grob offen. Es reicht ja schon, wenn du, sag ich mal, wie jetzt bei Game of Thrones, zumindest weißt, wie das Ende aussehen soll. Ja. Ja? Am Ende hocken, ich erfinde jetzt irgendwas, ist kein Spoiler, ich habe mit Schorsch nicht gesprochen, aber am Ende sitzen Daenerys und Jon Snow auf dem Thron. Wenn das dein Ziel ist, wenn das dein Outcome ist. Er hat übrigens ein Ziel. Also er weiß, genau, keiner weiß es, aber genau, er weiß, genau, wie es zu Ende geht. Also wenn das dein Ziel ist, ja, solange es aufgeschrieben wird. Genau, das ist dein Ziel. Wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht, aber das ist mein Ziel. Genau. So. Dann ist es ja auch völlig legitim, unterwegs mal was anderes auszuwählen. Ja. Aber ich habe mir hier offene Fragen notiert und das ist eine ganze Menge offene Fragen. Ja. Lass mal noch mal ganz kurz schauen. Vielleicht können wir noch auf ein paar Sachen eingehen, die wir noch nicht so erwähnt haben. Genau, diese gesamte Demontage der ganzen Mythen und Legenden und der Figuren fand ich super. Gerade auch, dass Snoke Kylo Ren so fertig gemacht hat, auch mit der Maske. Der Typ, der die Maske von Kylo Ren designt hat, der hat ja auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Gott, der Arme. So viel Arbeit ist da reingeflossen und dann machen sie es innerhalb von 2 Minuten einfach kaputt. Die Maske war aber auch albern, weil sie ja keinen Zweck erfüllt. Ja, aber ich fand, sie war trotzdem gut gemacht. Also ich fand das Design halt cool. Also das Design ist gut, ne? Ja. Also was? Ja. Er wollte halt wie sein Opa sein. Ja. Das war ja immer sein Vorbild. Dass sie aber in diesem Film einen Plan hatten, dass halt man merkt, dass der Film sehr gut durchdacht ist. Gerade auch, wenn am Anfang von Luke gesagt wird, ja, die Macht ist nichts, wo man mit nur ein paar Steine mit hochwerfen kann. Und am Ende werden ein paar Steine hochgeworfen. Das ist, das fand ich Throwing gut. Stone. Nee, Lifting Stones. Lifting Stones, ja. Lifting Stones. Was haben wir noch? Yeah. Haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, aber das gesamte Intro, die gesamte erste Szene, Der Weltraumkrieg, ich fand den super. Das war eine tolle Einführung. Handwerklich war das alles top. Ja, definitiv. Von der Spannung her wurde das richtig gut gemacht. Ich kauf sogar ab, dass ein Fighter diese Geschütze ausnocken kann, wenn der so nah dran ist. Das kaufe ich sogar. Ja. Ja. Aber, und mein Lieblingszitat aus dem gesamten Film: Let's go, Chrome Dome. Finn das zu Phasma sagt, wie überflüssig Phasma auch sein mag, ich fand das einfach das beste Zitat. Da habe ich beim zweiten Mal auch wieder gelacht. Also bei Plasma, da hat der Ryan im Interview auch gesagt, dass sie echt gar nicht mehr wussten, was sie damit machen sollten. Also Captain Plasma ist für mich so ein Bond-Bösewicht. Das Problem ist, hatte ich im Vorgespräch gesagt, ein Bond-Bösewicht ist auch böse. Der killt 2-3 Leute in so einem Film, damit er auch entsprechendes Begründung hat, dass James Bond ihn am Ende killt. So. Phasma hat eigentlich noch nie was Böses gemacht. Also wir haben es nicht gesehen.
Aber da ist sie doch nicht viel anders als Boba Fett in der Originaltrilogie. In dem Schnitt ohne die Special Edition. Da schwingt aber einfach per se mit, dass es ein Kopfgeldjäger ist, der sieht einfach badass aus. Ja, aber ich meine, vom Designstandpunkt kann man auch sagen, dieser Chromkrieger sieht badass aus. Nee, ich finde, das sieht so albern aus. Aber Boba Fett hat sich entwickelt. Boba Fett hat sich, ja, Boba Fett hat sich entwickelt. Also Boba Fett hat sich entwickelt, bei den Fans entwickelt. Ja, im Nachhinein. Phasma wurde kreiert für Merchandise und Phasma wurde bewusst reingeschrieben. Ja. Damit es in Boba Fett 2 wird. Okay. Ja. Und dann macht man nichts draus. Ja. Also entweder sie machen jetzt einen Running Gag und sie kommt wieder. Ja, dann ist was das sie so auch könnte, weil letztendlich, man hat ja gesehen, dass diese Rüstung Kugeln abwehren kann. Genau, sie fällt halt irgendwo Feuer runter, wer weiß, wie tief sie fällt. Genau. Ja, so kann ja alles sein. Es gab eine Geschichte, die habe ich mir während dem Film gucken, kam mir die. Und zwar ist mir die gekommen, als der Snoke den Hux ganz am Anfang einmal kräftig rechts und links ohrfeigt. Ja. Da habe ich mir gedacht, und als dann Phasma wieder kam, habe ich mir gedacht, wieso lebten die eigentlich noch? Weil eigentlich, ich meine, die hat die Schilde abgeschaltet, deswegen konnte die Starkiller Base überhaupt erst zerstört werden. Mhm. Die wäre eigentlich number one auf der Liste von Snoke für einen Frostchoke gewesen, aber sowas von. Aber auch da, liebe Hörer, es gibt ein Comic, das Phasma-Comic, und das löst es natürlich auf. Ja, ja, aber letztendlich, Star Wars-Fans, die sich über den Film aufregen, die lesen sowas. Alle anderen, denen ist im Prinzip... Ich habe es nicht gelesen. Weißt du, woher ich diese Auflösung weiß? Wikipedia. Aus dem Preview von Amazon, vom Comic. aber bevor wir zu den offenen Fragen gehen. Beste Szene im Film? Die Kampfszene. Hat sie ja schon gesagt, im Thronraum. Ja. Yoda. Ja, die kommt dann direkt danach. Aber ich fand die Kampfszene so toll. Und zwar, weil, das muss ich noch mal kurz loswerden. Und zwar, als man diesen Raum das erste Mal gesehen hat, da habe ich so gedacht, okay, der ist ja eigentlich leer. Da steht nur dieser Thron drin und diese Wachen stehen da. Was ein bisschen billig aussah irgendwie. Nee, also genau. Ich fand halt am Anfang, okay, es ist wie ein Theater. Genau, wie ein Theater. Ja. Weil es wie so eine Leinwand, wie im Theater, es ist jetzt nur ein Theaterstück. Das fand ich im ersten Moment total doof. Dann, als es so losging, ne, mit dieser Kampfszene, wo ich übrigens finde, dass diese Leibwächter richtig cooles Design haben. Und die kämpfen mit dem Kampfstil Tereskesi. Ja, whatever. Das mieseste Spiel ever. Yeah. Fand ich total cool. Also die Art des Kampfes war interessant. Ja. Es war super gefilmt. Die Waffen waren interessant. Es war einfach mal was anderes. Es war richtig schön dynamisch. Das gefiel mir einfach sehr gut. Und dann als auch diese... ziemlich hart mit dem Lichtschwert durchs Gesicht. Ja, also es war schon sehr brutal auch. Aber was ich dann halt cool fand, war hinten, als dann diese Leinwand so in Flammen aufging und das so alles abgefackelt ist und dann diese Asche rumgeflogen ist. Das war einfach eine total coole Atmosphäre hinterher. Ja. Also es war wirklich so kraftvoll einfach. Und dann halt die Farben, ne? Das Rot und das Schwarz dann alles dazu. Das fand ich einfach sehr, sehr gut gemacht. 90% aller Götterdämmerung-Inszenierungen werden genauso inszeniert. ja, aber da gefiel mir dann dieses Theater-Flair. Ja. Also im ersten Moment dachte ich so, irgendwie blöd. Aber dann, also es sah so ein bisschen losging, billig aus am Anfang. Ja, also, ja, also so theatermäßig, genau. Es sah so theatermäßig aus. So, hoch ein Stuhl und dieser Stuhl muss alles repräsentieren. So ja, genau. Aber halt im zweiten Moment fand ich es halt genau richtig gewählt, weil dadurch halt... die Konzentration auf diesem Kampf lag und das war halt dann ja so theaterwürdig dann eigentlich in dem Moment. Also dann fand ich es halt richtig gut. Es hat sich einmal so gewendet und dann war es für mich die interessanteste und beste Szene, auch schauspielerisch sehr gut gemacht. Und ja, im Chat kam jetzt gerade die Frage, wie wir es finden, dass die Erste Ordnung nun die Rebellen tracken kann. Wir hatten das ganz am Anfang schon mal gesagt, das ist ja keine neue Idee, die gab es in Star Trek jetzt auch schon mal. Ja, ich sag mal, wahrscheinlich ist ja jetzt dieses Gerät jetzt auch kaputt. Nee, ist es nicht. Gibt es nicht noch mehr Geräte? Gerät. Die Erklärung dahinter war ja... Ich habe die Erklärung auch gar nicht ganz genau verstanden, weil es war ja kein Peilsender. Nein, es ist so wie ich habe es mir im Netz ein bisschen durchgelesen und versucht beim zweiten Gucken drauf zu achten. Es ist wohl irgendeine Computerberechnungsmethode. Dafür muss man hinter denen sein. Und deshalb haben die am Anfang gesagt, wir können nicht nur das eine Schiff kaputt machen, weil dann tracken sie uns mit dem anderen Schiff. Okay.
Und da können sie irgendwo wohl die Technik rüberbringen, dass die Rechenpower jetzt dafür da ist, um den Lichtsprung von den anderen hervorzurechnen. Und da kann man sagen, bei Rogue One hatten sie es vielleicht noch nicht, weil da noch nicht die Hardware-Power für da war. Ja, aber bei Rogue One wird es ja schon erwähnt, das hatten wir gesagt. Ja. Komm mal, das können wir ja vielleicht... Meine beste Szene noch. Ja, deine beste Szene, ja. Epische Luke-Szene am Ende, wo er da steht und wirklich beballert wird. Nicht super, aber auch gleichzeitig damit die besten Szenen an sich fand ich eigentlich alle Force-Kommunikationen. Wer hat gesagt, wie heißt das nochmal? FaceTime heißt es bei iPhone und ForceTime ist es jetzt hier bei der Macht. Die Force-Szenen zwischen Kylo und Rey. Ja, die fand ich auch gut. Das hat man im letzten Film gar nicht so gesehen, aber die haben eine unglaubliche Chemie zusammen. Das war so intensiv und da hat man gemerkt, das ist eine neue Generation, die es unter sich ausmacht und das funktioniert richtig gut. Und deshalb nach langem Überlegen, ja, Yoda und die Endszene sind super und ja, es sind epische Einzelmomente, aber ich glaube, diese Kommunikation, diese Chemie, diese Dialoge zwischen Rey und Kylo, das Zusammenfinden fand ich richtig gut und für mich eigentlich die Highlights des Films. Ja, ich fand das auch total cool, wo die dann zusammen sich gegenüber saßen und sich dann auch so berührt haben. Ja. Das war auch so ein ganz spannender Moment eigentlich, finde ich, weil eigentlich würde man das nicht erwarten, dass die so miteinander auf einmal kommunizieren. Ja. Und das war halt mal was Neues, dass sich so das Böse und das Gute, dass sie sich einfach so unterhalten und selber eigentlich erstmal rausfinden wollen, was läuft hier eigentlich. Also sie haben ja beide im Grunde genommen keine Ahnung. Also ja, beide also haben ja keine halt Ahnung von wie der so Macht. Zwei halt, ja. So zwei Teenies eigentlich, die gerade irgendwie... Dr. Sommer lesen. Ja, nee, so irgendwie das Leben so entdecken. Ja. Und Luke ist Dr. Sommer. Die Möglichkeiten irgendwie so sehen. Also eine Szene gab es, und die fand ich natürlich visuell stark, das war, als dann hier Admiral Lilahar, Holdo... Lilahar. Also warum jetzt die ganze Flotte drauf geht, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Der First Order, als sie mit dem Hyperraumsprung durch das Schiff knallt, aber das war schon ziemlich geil. Oh ja, das war... Aber das sah schon echt geil aus, aber es ist natürlich jetzt auch wieder eine Macht... Eine Waffe, wo man halt sagen muss, ja, wenn das so einfach ist, wieso habt ihr euch dann die Mühe mit dem Todesstern gemacht? Hättet ihr da einfach irgendein Schiff nehmen können und einfach durchjagen können, die Nummer ja durch gewesen? Nee, weil ich glaube, auch hier hat wieder die Größe des Schiffs einen Einfluss darauf, weil die sind ja mit ihrem Hauptschiff, ist sie da reingeflogen. Ja, und die ganzen kleinen Sternzerstörer sind auch alle kaputt. Ja, aber das ist dann halt... Die waren alle kaputt. Stimmt, die Sternzerstörer haben uns in der Eröffnungsszene auch überhaupt nicht geschossen. Da habe ich mir so gedacht, so, okay. Die zerstören auch nur Sterne. Warum helfen die jetzt diesem Behemoth nicht? Ja. Also, die haben ja gar nichts gemacht. Die standen einfach nur da. Die haben ja nicht mal Fighter gelauncht. Ja, also, vielleicht hätten sie den auch, weil letztendlich war ja der Trick von Poe, dass er so ganz nah dran war und die ihn nicht beschießen konnten. Und wenn sie ihn beschossen hätten, hätten sie vielleicht auch das Dreadnought beschossen. Ja, sich selber vielleicht einfach. Ja, den Casino-Planeten, den hatten wir, weil das gerade hier auch im Chat kommt und der Marcel schreibt, dass der Casino-Planet ein bisschen zu normal war. Ja, das fand ich auch. Stimmt. Also ich fand die Spiele auf dem Casino-Planeten fand ich auch schrecklich normal. So, dass es Roulette gab. Es war halt Roulette und Glücksspielautomaten und da hätte ich mir auch durchaus ein bisschen mehr Fantasy gewünscht. Genau, das war doch zu nah an einarmigen Banditen an sich dran. Aber ich weiß, dass sie diese Szene wohl, ich glaube, sie haben 88 verschiedene Alien-Typen dafür, ich glaube 88 war die Zahl, kreiert und hatten gar nicht Zeit, alles zu zeigen. Ich fand super beim zweiten Mal zu gucken, welche Aliens haben wir denn. Ich habe keine Twi'leks gesehen. Gab's welche eigentlich? Ich habe auch keine gesehen. Finde ich total schade. Twi'leks? Was sind Twi'leks? Achso, ja. Aber die werden wohl, so wie ich es verstanden habe, werden die Szenen wohl noch weiterverwenden. Spätestens, und das vergessen wir ja immer wieder, in 6 Monaten kommt ja schon der nächste Star Wars Film, ne? Ja, der Han Solo. Wäre gut, wenn der Han Solo Film ein Haste-Movie wird, wovon ich ja mal ganz stark ausgehe. Ach, der ist schon in 6 Monaten? Er soll ein Gangster-Film sein. Ja, auch gut. Ja. Aber der kommt doch erst wieder. In 6 Monaten kommt er. Im Mai kommt er raus. Ich dachte, der käme erst wieder im Winter. Nein, der kommt früher raus. Das ist ja schön. Der Film sollte hier ja auch im Mai rauskommen. Wir haben den am Ende verschoben. Ach so.
Ach so, ich dachte, es wäre Tradition. Eigentlich ist es Tradition. Die ersten Filme sind immer im Mai rausgekommen. Ach so, ich dachte, Tradition wäre schon Winter. Entschuldigung für mein Unwissen. Also ich habe jetzt noch ein paar Sachen auf der Liste unter dem Punkt offene Fragen. Also Fragen, die der Film jetzt offen lässt. Ja. Wann stirbt Leia? Es gab eine Sache, ja, erstmal wie stirbt es Leia, okay. Aber es gab eine Sache, da wurde in drei Medien riesen Schiss drum gemacht, nämlich um diesen Kompass, den Luke hat. In Battlefront 2, also in dem aktuellen Computerspiel, gibt es eine extra Mission, wo man als Luke sich diesen Kompass beschaffen muss. Okay. Man sieht diesen Kompass jetzt auch und Luke packt ihn auch ein. Was kann der denn? Das weiß ja keiner. Oh, vielleicht ist das wie bei Captain Jack Sparrow. Der zeigt dir, was du wirklich möchtest. Keine Ahnung. Und jetzt ist Luke tot. Und wir wissen nichts über diesen Kompass. Über den Kompass wird aber jetzt in dem Buch oder in dem Comic auch. Ist er vielleicht zwischen den Seiten der Jedi-Texte versteckt? Keine Ahnung. Diese Jedi-Texte. Ein Buch machst du auf und das ist so ein Geheimversteckbuch. Die Luke ja auch nie gelesen hat, ne? Ja. Ist er überhaupt ein richtiger Jedi? Ja. Und das ist was, das ist auch, glaube ich, viel untergegangen, dass Rey ja die Bücher gerettet hat. Ja. Und deswegen wurde er ja ohne Probleme, zack, den Baum da anzünden kann, genau. Weil der wusste das natürlich, der alte Orte, ne? Dann eine Sache, die mir aber wirklich noch ein bisschen am Herzen liegt, weil das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen und es wurde nicht aufgelöst, sind halt diese Knights of Ren. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn man sich jetzt diese Vision von Rey aus The Force Awakens nochmal ins Gedächtnis ruft, die ja am Anfang so geschnitten war, dass sie eigentlich zusammengehört. Also sprich, du siehst die Akademie brennen, du siehst die Toten und du siehst dann Rey mit den Knights of Ren, die anscheinend alle umgebracht haben. Ja. So wird's geschnitten. So. Jetzt ist es ja anscheinend anders gewesen, ja. Weil Luke versuchte oder hat überlegt, ihn umzubringen, will es dann nicht tun, tut es dann irgendwie halb doch und keine Ahnung, ist im Konflikt, dann bläst ihn also Kylo mit einem Force-Push da raus, der ist dann unter den Trümmern begraben. Erste Mal übrigens ein Flashback im Star Wars-Universum genau. In dem Film. Und dann bringt er alle Jünglinge um. Plötzlich ist der böse, das habe ich nicht ganz verstanden. Können wir mal über diesen Flashback reden? Ach so, das habe ich nicht ganz verstanden. Meinst also, du, dass Kylo so, dann alle umbringt? Das muss ja dann so sein. Die Abfolge war ja so, scheinbar. Und wo sind denn diese Knights of Ren hin? Die sind jetzt weg, die gibt es nicht mehr, die sind egal. Ja, es ist... Also im weil es kann ja auch kein Blick in die Zukunft sein, weil er hat ja wieder seine Maske auf. Also, okay, dann lass uns mal... Eins nach dem anderen da reingehen. wie ist es gewesen? Also wir wissen viele Punkte noch nicht, die aus der Vorgeschichte. Wir wissen nicht, woher Snoke kommt, was er jetzt gemacht hat, welche Figur er war, wieso er Kräfte hatte und wie er dazu gekommen ist, weil er hat ja scheinbar hat er Kylo jetzt gefunden, während er am Trainieren war oder nachdem das mit Luke schon passiert ist? Snoke kennt Kylo schon, seit er im Bauch von Leia ist. Ja. Okay. Ja. Aber dann haben wir es doch so, er beeinflusst irgendwie Kylo, dass er mehr zur dunklen Seite hingeht. Das sieht Luke, dass das Potenzial für die dunkle Seite in Kylo drin ist. Ja, weil Snoke sagt ja auch, ja, hier, dein Opa und so, du hast ja den Hang zur dunklen Seite, irgendwie sowas. Du kannst ein neuer Vader sein. Ja, genau. I saw raw, untainted power and beyond that. Irgendwie sowas, genau. Ja, sowas war doch Potential. Aber letztendlich dann passiert es so, dass Luke Schiss kriegt, selber so ein bisschen von der dunklen Seite verführt wird und denkt, okay, jetzt muss er irgendwas gegen Kylo machen, aber das nach einer Millisekunde direkt wieder sieht, ja gut, kann ich nichts machen. Das aber genug Zeit war, dass Kylo aufgewacht ist, ihn mit seinem angestrengten und wütenden Gesicht sieht und einen komplett falschen Eindruck bekommt und den Push zur dunklen Seite bekommt und wahrscheinlich so einen Ausbruch von der Macht hat, dass in dem einen alles zerstört wird. Was wir aber auch noch wissen, ist, dass er wohl mit einer Reihe von Knights of Ren-Leuten abgehauen ist. Das wird irgendwann mal irgendwie halb entweder was in Force Awakens oder in diesem Film ein bisschen erwähnt und im offiziellen Marketingmaterial, in irgendeinem Behind-the-Scenes-Book, wird auch gesagt, dass Snoke noch mindestens einen anderen Schüler hatte. Was meint ihr eigentlich, wie alt Kylo Ren ist? Also jetzt der Schauspieler? Nee, oder der die? Schauspieler weiß ich, wie alt er ist. Adam Driver ist, glaube ich, jetzt 35 oder 33. Aber wie alt ist Kylo Ren?
Also wir haben ja 30 Jahre zwischen der Trilogie offiziell in der Zeitlinie und dem, was jetzt da ist. Das hieße... Die werden so Mitte... Also ja. Ich würde die beide auf Mitte 20 datieren. Ja? Ja. Wahrscheinlich sollen sie 15 sein. Ja? Weil Mitte 20-jährige US-Schauspieler immer 15-jährige spielen. Ja, also... Daisy Ridley ist, wahrscheinlich. Die ist 25. Ja. Aber also ich finde, beide wirken auf mich ein bisschen jünger, eher so halt ja Mitte 20, okay, wie Daisy Ridley auch ist, aber sie würde ich ein bisschen jünger und ihn würde ich ein bisschen älter einschätzen. Ja. Und man weiß ja auch nicht wirklich, wie viel Zeit zwischen Lukes Verschwinden, der Zerstörung des Jedi-Tempels und dem Zeitpunkt jetzt schon vergangen ist. Aber letztendlich, wir haben ja einige wichtige Punkte wissen wir ja noch nicht. Einige Aspekte, einige Teile der Geschichte fehlen uns ja noch. Es ist halt die Frage, ob die in Episode 9 aufgefüllt werden oder ob die jetzt einfach unwichtig sind für den Rest der Entwicklung. Und das können wir, glaube ich, erst wirklich zum Abschluss der Trilogie bewerten. Ja, und weil es jetzt so Richtung Lost geht, habe ich halt eben die Sorge, dass einem jetzt so Brocken hingeworfen werden, die nie einen Payoff kriegen. Oder du musst dir jede scheiß sekundäre Literatur durchlesen, um das irgendwie mitzukriegen. Aber da sind wir ja wieder bei dem Masterplan. Ja, und den gibt's halt eben nicht. Ja, aber letztendlich, das, was ich gesagt habe, für diesen Film zählen viele Sachen nicht. Es ist okay, dass Snoke draufgeht, weil wir wissen eigentlich alles über ihn, was wir wissen müssen für die Entwicklung der Charaktere in diesem Film. Wir wissen, dass er Kylo Ren verführt hat. Wir wissen, dass er ein mächtiger Force-User ist und dass er im Prinzip der neue Imperator ist. Mehr wussten wir von dem Imperator damals in den Filmen auch nicht. Und jetzt hat er seine Arbeit getan und das war's. Und alles andere wird in Sekundärliteratur und Medien aufgefüllt. Und das ist für den durchschnittlichen Kinobesucher wahrscheinlich auch nicht von Belang. Ja, aber das macht mir halt Sorge, dass ein Franchise dadurch auch ein bisschen gekillt werden kann. Weil du den Menschen zumutest, den ganzen Schwan zu lesen und nicht mehr ich als... Muss er ja nicht. Ja, weil du verstehst ja nicht, was passiert. Nein, aber du brauchst ja auch nicht verstehen. Alles, was da passiert, ist genug für den Zuschauer. Ja, aber dann gehen die Leute aus dem Kino raus und denken sich so, aha, ja, ganz nett, aber die Hälfte habe ich nicht verstanden. Das ist so, dann fühlt es sich so ein bisschen an wie das DCU, wo ich als Nicht-Comic-Leser reingehe und Batman vs. Superman die Hälfte nicht verstehe, weil ich die ganzen Kack-Comics nicht kenne. Finde ich jetzt aber in dem Film gerade nicht, er ist komplex genug. Nein, aber die Gefahr sehe ich halt. Die Gefahr sehe ich halt. Wenn ich nicht The Rebels gucke und Clone Wars geguckt habe und die Comics lese und die Bücher lese und bla bla, dass ich dann im Grunde genommen den ganzen Spürkes nicht mehr folgen kann. Ja. Und sogar als großer Star Wars Fan ist es einfach zu viel. Ich habe keinen Bock, den ganzen Kram zu lesen. Ich will den Film verstehen, ohne alles zu lesen. Ja, aber wie gesagt, die wichtigen Informationen zu Charakter- und Storyentwicklung wurden in diesem Film gegeben. Rey und Kylo sind mehr oder weniger zusammengekommen, sind geclashed, sind beide Aspekte der dunklen und hellen Seite, die sich nicht ganz entscheiden konnten und jetzt ihren eigenen Weg gehen. Alles andere vom alten Aufbau bis zu den alten Legenden ist jetzt zerstört, gibt es nicht mehr. Selbst die erste Ordnung muss jetzt neu aufgebaut werden, weil es den Supreme Leader nicht mehr gibt und wird quasi ein großer Reset im Ganzen gemacht. Und das ist das Wichtige. Und deshalb sind die Vorgeschichten zwar vielleicht interessant für Leute, die sich noch mehr damit beschäftigen wollen, aber nicht für den normalen Kinozuschauer. Gut, ich glaube, wir werden es heute Abend noch nicht mehr auflösen. Nee. Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Chat zum Thema Star Wars. Der Marcel fragt noch, was haltet ihr von dem Stormtrooper mit der roten Schulter in der Szene, als Rose und Finn hingerichtet werden sollen? Die Kamera war mehr als offensichtlich mehrmals auf ihr gerichtet. Ganz ehrlich, ist mir nicht aufgefallen. Rote Schulter, Pauldrons, so heißen die, sind halt ein Teil, die Stormtrooper höheren Ranges haben, sozusagen ein Rangabzeichen, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht war ein bestimmter Cameo-Mensch vielleicht war da irgendeiner von unseren Cameos drunter. Mir ist aber jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Nee. Ich hätte aber auch nicht drauf geachtet, weil mir, da ich mich mit Stormtrooper-Rüstung beschäftige, dieses rote Pauldron nicht näher auffällt, weil das halt dazugehört zu gewissen Rängen. Also ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht drauf
ich bin nicht so vertraut mit den ganzen Details von allen Filmen. Und deshalb dachte ich, erst die Roten wären die Knights of Ren. Was sie ja nicht sind. Nee, was sie nicht sind. Ja. Nein, es ging um Stormtrooper, der ein rotes Schulterstück hat. Ach so, und diese roten Schulterstücke, die siehst du auch bei, die haben erstmal die Sand Trooper gehabt, ganz am Anfang. Aber waren die nicht so orange-farben? Oder orange oder so. Und die gibt es jetzt auch in blau und in schwarz. Ja. Und die halt wie so eine Litze heißt bei der Bundeswehr. Hat, ja. Also. Genau, es ist wie eine Litze, bei der Bundeswehr heißt Litze. Ja. Das ist so ein Rangabzeichen oder Truppengattungszugehörigkeitszeichen. Okay. Ja. Dem würde ich jetzt keine sonderliche Bedeutung zumessen. Wenn die öfters mal im Bild war, ist es mir nicht aufgefallen, dass die jetzt explizit... Lehre ich auch wieder Stoff für einen Comic. Oder einfach ein Cameo von Prinz William oder keine Ahnung. Ja, wer weiß es. Oder von der muggeligen Vorzeigefrau von der Mutti. Ja. Also von daher mal gucken. Ich glaube, also mein Zettel ist jetzt hier durch. Also es ist alles abgestrichen. Also ist nicht also alles zum abgestrichen. Thema Star Wars. Aber jetzt noch ein Fass aufzumachen, dass ich eigentlich glaube, dass Kylo Ray schon lange kennt. Das mache ich jetzt nicht auf, das mache ich ein andermal auf. Ja, gut. Haben wir über Rays Eltern gesprochen eben? Achso, das können wir noch kurz erwähnen. Rays Eltern finde ich super, dass die keiner sind. Ich glaube auch nicht, dass der sie angelogen hat. Weil sie ja selber sagt, ja, du hast recht. Außer JJ macht es wieder rückgängig. Außer JJ macht es wieder rückgängig, genau. Ja, finde ich auch super, weil es wirklich in der Moral, in der im ganzen Thema des Films ist, dass einfach die Legenden oder die einzelnen Leute von früher nicht mehr so wichtig sind. Es muss keine Skywalker-Blutlinie sein, um einen Force-User am Ende zu haben. Es kann auch ein unbedeutendes kleines Kind, wie man am Ende sieht, sein, das eine neue Hoffnung, a new hope für die Galaxie ist. Ja, aber das finde ich auch mal wieder richtig, weil ich habe mich schon sowieso die ganze Zeit gefragt, es wurden ja damals irgendwie alle Jedi umgebracht, aber die sind ja dadurch nicht komplett ausgestorben. Das kann ja nicht sein, weil diese Midichlorianer, die ja überall herumschweben... Die vergessen wir jetzt mal ganz. Es ist ja, die Nacht, aber, so wie sie erklärt wurde in diesem Film. Aber wenn ich jetzt trotzdem mal darauf eingehen darf, dann sind die ja nun mal vorhanden. Es ist alles, und, was zwischen den Elementen, zwischen den Menschen, zwischen allem ist, ist die Macht. Ja, und, alles, und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass das mal gezeigt wird, dass das auch in anderen Gegenden des Universums mal wieder so aufkeimt. Und ich hoffe auch wirklich, dass JJ es nicht rückgängig macht, dass er so ein bisschen Rian Johnsons Ansatz respektiert. Und da muss man ja sagen, JJ Abrams ist zwar gut da drin, Altes neu zu verwerten, und ein paar Sachen hat er auch gut gemacht, aber in Zusammenarbeit mit anderen. Deshalb wird es, glaube ich, für ihn schwer, jetzt wirklich was ganz Neues in Episode 9 zu schaffen. Weil ganz neue Filme kriegt man... In all seinen Filmen sind irgendwelche Anspielungen oder irgendwelche Hommage. Ist irgendeine Hommage zu einem anderen Film oder ein Remake oder ein Reboot oder irgendwas anderes, was schon gegeben hat. Er hat ganz selten wirklich neues Material rausgebracht in den Filmen, die er selber gedreht und produziert hat. Deshalb weiß ich nicht, wie viel da Neues dann reinkommt in Episode 9. Ja, wir lassen uns überraschen, es bleibt spannend. Ja. Jetzt gehen wir erstmal in Han Solo und ich glaube, dann können wir jetzt heute Star Wars mal Star Wars sein lassen. Noch hast du noch was? Punkte? Einen hast du noch. Punkte vergeben. Punkte, ach so, ja. Schulnotenpunkte. Ja, wie gesagt, obwohl ich heute jetzt mal wieder gemeckert habe, gebe ich ihm trotzdem 8 Punkte. Frag mich nicht warum. Der Film hat seine Schwächen und es gibt echt viel, wo ich mich aufregen kann und man merkt die Schere an jeder Ecke. Trotzdem mag ich den irgendwie und nach dem zweiten Mal gucken bin ich von 7 auf 8 gesprungen. Ich sage 8 von 10 Punkten. Soll ja angeblich auch mehr als 20 Minuten geschnittene Szenen geben für die Blu-ray. Ja, genau. Und insgesamt war der erste Cut war ja fast 3,5 Stunden lang. Ja. Ich schließe mich Chris an. 8 Punkte, ja, finde ich gut. Also ich muss ihn, glaube ich, dann schon fast höher ansetzen, weil ich ihn besser als ihr beide fandet. Ich würde ihm, würd ihn am Ende auch wahrscheinlich 8 bis 9 von 10 Punkten geben. Aber da ich in Relation zu euch jetzt bewerte, sage ich mal 9 von 10 Punkten. Es ist ein schöner, komplexer Film, der Star Wars um unglaublich viele Themen und auch Grautöne erweitert, die es vorher in den Filmen, in den Serien ist was anderes, davon habe ich nicht viel gesehen oder gelesen, aber in den Filmen um genau diese Töne erweitert, die für ein neues Star Wars nötig sind. Episode 7 war die Einführung für Fans, nicht nur für Fans, also es war Nostalgie drin, es war die Einführung für eine neue Generation mit einem riesigen Schuss Nostalgie. Man wollte zeigen, was Begeisterung damals ausgelöst hat und dieser Film geht jetzt neue Wege und er geht konsequent neue Wege, mit denen nicht jeder einverstanden sein muss, die ich aber gut am Ende finde, weil er diese neuen Wege geht.
Ihr seid immer noch da? Habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als über 90 Minuten erwachsenen Menschen dabei zuzuhören, wie sie ihre verlorene Kindheit bejammern? Was hätte man in der Zeit alles Sinnvolles machen können? Den Hoffähigen zum Beispiel oder alten Menschen über die Straße helfen? Und wer ist überhaupt diese BB-8, von der alle reden? In diesem Podcast ist nur Platz für eine künstliche Intelligenz von Belang und das bin ich. Oh je, die sind immer noch nicht fertig. Was haben sie denn jetzt noch? Ich bekomme eindeutig nicht genug Bitcoins für diesen Job. Kommen wir mal zu einem Film, den wir dieses Jahr noch nicht besprochen haben, der sich aber durchaus öfter mal gewünscht wurde, bei dem wir wahrscheinlich keine 8 und 9 Punkte geben. Nämlich Justice League. Also ich hätte ja jetzt ganz gern den Emu dabei, der mir den ganzen Comic-Schmarrn erklärt. Der war im Chat eben drin. Ja, jetzt ist er wieder weg. Justice League. Also ich sag mal so, ich fand den besser als Batman vs. Superman. Das ist aber auch nicht schwer. Nee, das ist jetzt Man merkt halt die Joss Whedon-Teile von vorne bis hinten und die ganzen Reshoots und der ganze Kram. Sag mal was mit ein bisschen mehr Ahnung. Ja. Also ich habe nicht so viel Ahnung von diesem DCU-Universe, aber ich fand ihn gut, er hat mir gefallen, er hat mich unterhalten. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, sage ich mal okay. So. Er war in Ordnung. Er war das, was man erwartet hat, nicht mehr, aber auch nicht wirklich viel weniger. Also was mich gefreut hat, wirklich gefreut hat, war... Und da habe ich mich echt gefragt, warum dann nicht gleich so, wahrscheinlich wieder wegen Rechteproblemen, war, dass man vom Score her auf, jetzt hat er Danny Elfman den Score gemacht, ich weiß nicht, ob Danny Elfman auch den Score für Man of Steel, nee, da hat es Hans Zimmer gemacht, Batman wie Superman, weiß ich nicht, wer den Score gemacht hat, auf jeden Fall hat es jetzt Danny Elfman gemacht, und der hat halt mal wunderbar seinen 90er-Jahre-Batman-Score rausgeholt, den ich geil finde. Und man hat für Superman auch den John Williams Score rausgeholt, was ich geil finde, weil er dann schön wieder in einem Universum spielt. Aber das ist auch hier wieder, wenn wir jetzt Comic-Fans dabei hätten, spezielle DC-Comic-Fans, das ist was die Fans in Petitionen auch bemängelt haben, dass diese alten Dinge, dieser alte 90er-Batman-Score und der ganze alte John Williams Superman-Score wieder rausgeholt worden ist, was ich gut fand, was wahrscheinlich auch normale Zuschauer gut fanden, aber was dann doch zeigt, wie sehr am Ende an diesem Film herumgeschnibbelt und angepasst worden ist. Weil der Film hat genauso wie Batman vs. Superman ganz schön krasse Zeiten durchlebt, wo erst das Skript 1000-mal umgeschrieben worden ist, weil Batman vs. Superman rausgekommen ist. Während der Produktion haben sie viele Änderungen gemacht. Joss Whedon wurde als zusätzlicher Regisseur und Autor dazugeholt, erst als Autor, um das Drehbuch zu überarbeiten und Input zu geben. Und dann am Ende musste er von Zack Snyder übernehmen, weil er halt die persönliche Tragödie mit dem Selbstmord seiner Tochter hatte. Und man merkt diesem Film an, dass er an ihm viel geschnibbelt und an viel gearbeitet wurde und dass die CEOs damit reingewerkelt haben. Und was ja dann bei jedem DCU-Film im Grunde genommen so ist. Dafür ist er einigermaßen gut geworden. Ja. Interessant ist halt, dass du halt merkst, bei den Joss Whedon-Szenen merkst du halt. Zum Beispiel ist ja im Trailer der Kampf von Batman und Flash und so gegen Superman noch im Dunkeln und im Regen. Ja? Und im Film ist es dann tagsüber und bei Sonnenschein. Ja? Also so zieht sich das halt irgendwie durch. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, im Trailer ist es... Aber ich habe den Trailer auch vielleicht nur ein oder zwei Mal gesehen. Bei Thor ist das auch so. Die Szene, wo Kate Blanchett den Hammer stoppt. Das ist ja total oft. Ja, so. Die findet im Film auf dieser grünen Wiese in Irland statt. Ja, Im Trailer ist das in so einer Hinterhofgasse. Ja, aber das haben sie extra geändert. Und das haben sie auch gesagt, das hat am Ende viel mehr Sinn gemacht. Und dafür ist dann so ein Greenscreen auch da. Genau, dafür ist er dann da. Ja. Aber da hast du ja keinen Greenscreen gehabt, du hast eine komplette Szene neu gedreht. Oder meinst du, die haben alles vor Greenscreen gemacht und sie haben dann wirklich einmal alles die machen so viel mit Greenscreen. Ja. Ich meine, es gibt ja allein in Herr der Ringe, in der Special Extended Edition, gibt es die eine Szene im dritten Teil, die auch von Tag zu Nacht gewechselt ist. Wo nach der großen Schlacht alle am Boden liegen und Merry Pippin sucht. Und das hat er in der normalen Version tagsüber gemacht. In der Extended findet er ihn nachts. Okay. Ja, also wie gesagt, Justice League, Mai.
Ich fand ihn nicht scheiße, also von daher ist schon mal ganz gut. Ich fand den Flash gut. Flash und Wonder Woman, ich will mehr Flash und mehr Wonder Woman haben. Das sind die einzigen zwei, die mich wirklich interessieren. Ja. Aquaman fand ich auch sehr gut gespielt, aber der war mir einfach ein bisschen zu deprä so. Ja. So ein bisschen zu negativ eingestellt einfach. Echt? Ich fand Jason Momoa ziemlich cool. Ja, nein, das meine ich auch. Er war ziemlich cool, aber so, ich möchte jetzt, also ich habe jetzt nicht so Bock auf einen Aquaman-Film, das meine ich. Aber das ist, glaube ich, der Muss nächste, ich ne? Nicht unbedingt. Der nächste ist der Aquaman, ja. Also genau. Also schaue ich mir natürlich an. Ja. Ich bin interessiert vor allen Dingen, weil die Unterwasserkommunikation ganz anders machen werden als in diesem Film. Die kommunizieren die jetzt nochmal. Die machen so eine große Luftblase. Ach ja, genau, okay. Ja. Im nächsten, in Aquaman wird das wohl unter Wasser sein, dann wirklich alles. Dann plaudern die halt. Unter dem Meer. Und die Visualisierung soll wohl ganz anders sein. Ja, also er war okay, hat für mich jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt, es ist kein Film, den ich mir auf Blu-ray holen will. Ja. Ich kaufe eh keine Blu-rays. Ja. Oder? Es ist schwierig. Also ich gebe ihm jetzt mal, im Anbetracht der 8 muss ich ihm jetzt dann... Also eigentlich müssten wir jetzt ja mal alle unsere Reviews nochmal in Anbetracht der 8 homogenisieren. Homogenisieren, weil ich bestimmt irgendwie Batman wie Superman eine Dings gegeben habe. Also dann gebe ich ihm jetzt mal, da wir jetzt wir sind jetzt in einem Podcast-Universum, also habe ich jetzt Star Wars 8 gegeben, also muss ich dem eine 6 geben. Ja. Eine 6, 5 bis 6. Das hieße aber, dass Batman wie Superman auf der Skala eine 3 hat. Eine 2 für mich. Was ich ihm dann aber nicht gegeben habe. Also ja, genau. Ja, aber ich bin da auch bei dir, so ungefähr. Ja. So 6 bis 7. Also ich war gut unterhalten im Kino. Ich bin rausgegangen und dachte so, ja. Also weil halt meine Erwartungen vorher so, na, waren. Also mir gefiel Wonder Woman ja sehr gut. Und ich dachte, hoffentlich nehmen sie halt viel so ein bisschen aus diesem Wonder Woman so ein bisschen mit, ne, so diesen Schwung, den der Film hatte. Obwohl sie jetzt in diesem Film die ganzen Amazonen und Wonder Woman doch ein ganzes Stück mehr wieder ausgezogen haben. Ja. Ja. Aber ich fand auch den Bösewicht doof. Also ja, dieser ja, Steppenwolf, ja. Der Name ist schon bescheuert. Und der war auch so 0815 Bösewicht. Das ist aber auch dem Schnitt und Nacharbeiten zu verdanken. Aber der Oberbösewicht im DCU ist doch Darkseid, oder? Darkseid, genau. Darkseid, ja. Ja, muss ja noch kommen, das war jetzt vor Im Originalschnitt, im Originalskript, so wie Zack Snyder es vorgesehen hatte, war auch Steppenwolf nur ein General von Darkseid, der auf die Erde kommt, um die Invasion irgendwie vorzubereiten. Am Ende durch die ganzen Reshoots und durch die Überarbeitung ist dann Steppenwolf ein alleiniger Bösewicht da drin geworden. Also da ist wohl auch viel an Szenen rausgefallen. Okay. Ja, da müssen wir jetzt den Emo mal dabei haben, aber ich glaube, da könnt ihr bestimmt bei bizarroworldcomics.de mal gucken. Der Emo hat bestimmt eine Review dazu gemacht. Ja. Und da viel mehr aufgeklärt. Dann habe ich noch auf der Liste stehen Stranger Things. Haben wir auch keinen extra Podcast zu gemacht. Nee. Eigentlich ja komisch, aber auf der anderen Seite auch... Können wir ja noch mal demnächst einmal drüber reden. Nö, reden wir jetzt drüber. Okay, Stranger Things, auch über die erste Staffel? Nee, über die zweite. Zweite Staffel fand ich wie... Oh, habe ich meinen super Vergleich. Fand ich wie Aliens zu Alien. Wie Aliens zu Alien. Alien 1 zu wie Alien. Also 2 gemeinhin zu wird aber Aliens als durchaus gleichwertiges zu Alien, nur also same but different, aber gleichwertig. Gleichwertig, genau, ja. Weil sie das von der vom Scale her aufgeblasen haben. Es gibt jetzt irgendwie 30 Demogorgons, gegen die gekämpft wird, und es gibt eine Invasion aus der anderen Seite, und es wird einfach alles noch getoppt und noch mehr getoppt, ohne dass jetzt von der Qualität jetzt hier noch ein besseres Drama wäre, aber es ist eine ganz andere Staffel als vorher. Und deshalb sage ich, Alien war so ein Suspense-Horror, der erste Film, mit ein bisschen Action drin, und Aliens war noch mehr ein Actionfilm mit viel Spaß und einer ganz coolen Story dahinter. Und so bewerte ich Stranger Things Season 2 zu Season 1.
Also ich fand einfach schön, dass, Demi Moore, nicht Demi Moore, mein Gott. Winona Ryder, genau. dass die mit Sam Weiss so eine ganz normale Beziehung hatte, das fand ich super. Das war süß, dass ne? er draufgegangen ist, fand ich. Und das war dann total kacke, weil das hätte er nicht verdient gehabt. Ja. Weil ich mich echt gefreut habe, dass es einfach so eine ganz normale Beziehung war. So keine Serienbeziehung, sondern es stinkt normal. Ja, und das ist so ein, ich sag mal jetzt, ein Durchschnittstyp. Und das war auch nicht einfach, so der böse Stiefvater oder sonst irgendwas, sondern es war so ein Schick. Also den zu killen, fand ich echt hart. Ja. Fand ich echt hart. Ich fand's nicht schlimm. Ich fand es irgendwie konsequent auch hier wieder, aber es hat wehgetan. Aber es musste, glaube ich, auch passieren, weil wenn alle überlebt hätten... Ja, aber die tut mir jetzt so leid, die Mutti. Ja, aber das ist wie Barb, ja? Ja, ist Barb hat es auch einfach nicht verdient, wirklich nicht. Ja, Barb hat es halt nicht verdient, aber er hätte es verdient, weil er halt kein Arschloch war. Ja? Barb war, hä? Aber Barb war doch auch kein Arschloch. Das Mädel aus dem ersten Teil. Ja, aber Barb war halt doof. Die war aber... Nee, aber die... Ja, war das ganz hat das normal Internet aber ein bisschen zu sehr aufgebauscht, weil die war eigentlich ein unwichtiger Nebencharakter. War halt annoying, orange. Ja. So. Aber die hat es halt auch nicht verdient. Nein, verdient hat es ja auch nicht. Ja, und er war ja auch ein bisschen nervig, war er schon. Also halt auf Barb-Niveau fand ich. Am Anfang war er ziemlich nervig, er hat sich entwickelt. Ja. Zum Ende hin. Barb hatte ja leider nicht so viel Zeit gehabt. Ja. Nö, aber wie gesagt, ich fand es eine gute Season und ich bin jetzt gespannt auf Season 3. Ich fand die 7. Episode, als wir 11 in der Side-Story gefolgt sind, hat jetzt nicht unbedingt reingepasst, war aber ein interessanter Ausblick. Ja, ich bin froh, dass es auf so eine kurze Distanz gehalten haben. Also das könnte sich ja eventuell noch entwickeln, weil wir haben jetzt Nummer 8 gesehen. Ja. Mal schauen, vielleicht tauchen noch irgendwelche anderen Nummern auf oder auch nicht. Also finde ich, muss nicht sein, kann aber. Wird passieren, das wird ähnlich wie so ein bisschen X-Men sein. Kann sein. Was war jetzt nochmal in der 7. Folge? Die Schwester von 11. Also wo die nach New York abhaut. Ach, okay. Ja, das war so ein bisschen... Es hat so ein bisschen die Tonality von der Serie gesprengt. Ja, vor allen Dingen war es an so einem super... Das war dieses typische Serienklischee. Ja. Wir haben eine geile, spannende Stelle. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Nein, wir gehen zu einem ganz anderen Punkt hin. Ja. Also, aber ich fand das einfach auch mal interessant, zu zeigen, was 11 alleine so erlebt oder was für Entscheidungen sie trifft. Ja. Ne, sie entscheidet sich dann ja auch, okay, ich bleibe nicht hier, das gefällt mir doch irgendwie nicht. Ich will zurück zu meinen Freunden, ich will wieder in diese kleine Stadt, zu den Leuten, die ich kenne, denen möchte ich helfen. Weil es war mehr wie so ein 90s-Movies als ein 80s-Serie. Ja, genau. Das war so ein bisschen... Aber es war, wenn du es unter dem Aspekt, dass du die Wandlung halt machen willst, so wieder, dass sie wieder zurück will, dann war es okay. Und ich sag mal, dass du jetzt das Universum ein bisschen für mehr Begabte geöffnet hast, dass da noch mehr davon rumhüpfen, dass du also praktisch jetzt die Freiheit hast, jederzeit irgendwo noch so, ich hoffe in homöopathischen Dosen, aber noch so ein Kind reinzubringen, dann, dann ist das eigentlich ganz gut. So, Dark hast du ja noch nicht gesehen. Nee. Deswegen reden wir jetzt nicht über Dark, außer dass ich für meinen Teil sagen kann, wer Stranger Things mochte, sollte bei Netflix auch mal da gucken. Ja. Ich weiß, du wirst es wahrscheinlich wieder im Englischen, in der englischen Synchro gucken, weil das Deutsche nicht mehr tragen kannst. Ist eine deutsche... Hä? Aber die wurde auch deutsch gedreht. Ja, aber die kannst du auch auf Englisch gucken. Ist doch für dich viel besser. Die kannst du auch auf Französisch, glaube ich, sehen oder auf Spanisch. Ich guck's mir im Original an und das Original ist dann hier in dem Fall deutsch. Ja. Guck's dir lieber auf Englisch an. Wir haben mal ins Englische reingehört. Teilweise synchronisieren sich die Schauspieler selbst. Okay. Und teilweise aber auch nicht. Also ja, das funktioniert meistens nicht so gut, wenn die sich selbst synchronisieren. Das funktioniert sogar Alexa besser als die, weil du hast plötzlich Germans who talk English. Ja, aber nicht bei allen. Sets are the actors. Und dann hast du halt noch die Amis, die synchronisieren und die haben dann plötzlich einen texanischen Akzent. Also dann guckst du auf Deutsch. Ne? Ist gut. Da können wir vielleicht nochmal eine Folge drüber machen. Was ich noch gerne von euch wissen wollte, weil meine Zeit wird leider etwas knapp für heute. Eure Top-Filme und vielleicht Top-Serien 2017. Rückblick. Wir sind ja in einem Rückblick, wir sind ja in einem Jahresrückblick. Ja, eigentlich schon, aber sowas finde ich immer total schwierig, weil ich mich einfach nicht mehr an alle Sachen erinnern kann. Also gut, dann pass mal auf. Dann sage ich dir mal, Top-Serien, Better Call Saul,
Fargo, Grand Tour. Guckt, Leute, guckt Grand Tour. Das ist so geil. Vikings und Game of Thrones. Okay. Und du siehst, The Walking Dead ist schon rausgeflogen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also Filme. Guardians of the Galaxy 2. Jetzt Star Wars. Und ich habe noch einen gesehen, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, den ich aber ganz gut fand. Ich weiß einen. Aber erstmal Serien. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, was ich geguckt habe. Aber im Frühjahr war halt die neue Staffel von Orange is the New Black. Also das war die 5. Staffel und ich freue mich echt auf die nächste, weil... Ja, aber die war okay. Ich fand sie jetzt nicht überragend, die Staffel. Da war es früher schon mal besser. War ja vielleicht nicht überragend, aber trotzdem will ich jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Also es ist immer noch eine Serie, die mich packt und die ich sehr gerne gucke. Dann Riverdale fand ich cool. Riverdale, kann die was? Ich glaube, wir schon. Werden sie nicht mögen. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Aber in den USA scheint es eine heiße Nummer zu sein, weil vom Merchandise-Aspekt geht die voll ab. Also ja, ich habe auch gehört, dass sie Richtung modernes Twin Peaks gehen soll. Es ist spannend. Es ist spannend gedreht. Es ist halt ein bisschen Highschool-Chic. Also die High Society High School. Und dann gibt es noch die... das ist so ein bisschen wie Veronica Mars eigentlich, okay. Finde ich. So vom Style irgendwie. Also vielleicht findest du es doch gar nicht so schlecht. Kannst ja mal reingucken. Ich habe so viel Gutes drüber gehört, aber allein die Promotion geht mir immer so auf den Keks, wenn ich die Bilder sehe. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil ich mag den Stil einfach und vielleicht ist es irgendwie auch ein Mädchending, keine Ahnung. was habe ich denn noch geschaut? Ja, Dark fand ich sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen. Stranger Things. Filme, Flucht der Karibik, Teil 5 fand ich sehr gut. Unter echt? Anderem. Ja, ich finde, der hat mir gut gefallen. Weiß nicht, ob ich das also schon ich würde ihn jetzt nicht hat. Zu meinen Top-Filmen zählen. Nein, jetzt zählen, nicht Top, aber er ist mir halt gerade eingefallen. Aber er hat Flucht der Karibik so mal wieder gerettet und er hat mir auch Spaß gemacht. Ja, okay. Vor allem, weil du bei da jetzt sagen kannst, guck dir Teil 1, 2 und Teil 5 an, dann hast du eine runde Geschichte. Genau. Ja. Dann fand ich Wonder Woman fand ich gut, hat mir gut gefallen. Star Wars hat mir jetzt gut gefallen. Mann, ey, mir fällt gerade echt... Was gab's denn noch? Ach, so viel? Ich meine, ich habe auch den Punisher geguckt, den fand ich ganz gut. Jetzt bin ich gerade bei Defenders dran. Nee. Gotham habe ich jetzt aufgehört zu gucken. Also das ziehe ich mir irgendwann mal wieder rein, aber... Da habe ich vor Jahren aufgehört, das zu gucken. Ja, also das... das interessiert mich jetzt nicht mehr so. Oh, Black Mirror habe ich ja entdeckt. Ach so, ja, Black Mirror hast du jetzt kennengelernt, genau. Fand ich auch sehr cool. Jetzt die neue Staffel auch sehr gut. Ja, was bei mir war, also ganz auf ersten Platz, ganz klar für mich war der neue Planet der Affen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Da müsste ich nochmal die letzten drei Teile überhaupt mal nachholen. Den hättet ihr auch im Kino sehen müssen, weil dafür ist Kino gemacht. So cineastisch, bombastisch, richtig gut Charakterentwicklung, Animation, Action, Spannung, Geschichte. Einfach nur top bei diesem Film. Ich war von diesem Film geflasht, als ich da rausgekommen bin. Ich fand den so großartig. Das ist wie so ein Klassiker, den man gesehen hat und beim Sehen schaut, das ist ein Klassiker. Das ist ein richtig geiler Film, aber leider, ich weiß nicht, ich habe auf einem kleinen Bildschirm habe ich ihn noch nicht gesehen, aber auf einer großen Kinoleinwand war ich einfach nur weggeblasen von diesem Film. Der war richtig, richtig gut. Auf Platz 2 würde ich jetzt in der Tat so ein bisschen Richtung Star Wars tendieren. Star Wars teilt sich mit Platz 2, aber mit Coco. Mit ja, Pixar's Coco. Den habe ich ja leider noch nicht sehen können. Den ich so herzzerreißend gut fand. Sehr zu empfehlen, gerade du als Musikfan wirst den großartig finden. Baby Driver, weil Baby Driver mich überrascht hat. Habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich ja im Flugzeug gesehen. Ja. Ich fand den spaßigen, kurzweiligen Film, der mich begeistert hat. An Serien, ja, Better Call Saul würde ich dir zustimmen. Game of Thrones, aber die Serie, die dieses Jahr ihre beste Staffel bisher abgeliefert hat, und da muss ich allen sagen, nach der Staffel, okay, schaut meinetwegen ab Folge 16 weiter, Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. ist in der 4. Staffel so dermaßen gut geworden. Die beste Comicserie, die aktuell auf dem Markt ist. Die haben so ein
so einen Plot von 3 Story Arcs gemacht in einer Staffel. Spielt Marc Dacascos immer noch mit? Nein. Schade, dann lohnt es ja gar nicht. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der erste Teil ist okay, da führen sie einen Ghost Rider ein. Zweiter Teil spielt so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz rum und dritter ist in so einer virtuellen Welt drin. Und gerade zum Ende hin fahren die richtig auf. Man merkt, dass die wissen, dass die wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit haben, weil die 5. Staffel, die haben miese Quoten, die haben richtig miese Quoten. Aber das wird von Marvel hochgehalten. Halt, Marvel hat ein Machtwort bei ABC gesprochen, dass Agents of S.H.I.E.L.D. weiterläuft. Und das hat sich absolut gelohnt. Die 4. Staffel ist ein so Top-Fernsehen, Top-Sci-Fi-Action-Fernsehen, was man absolut empfehlen kann. Und es wird ab der 2. Staffel immer besser. Und als drittes gibt es halt viel, was man dieses Jahr geguckt hat, wo nichts so besonders raussticht. Hier, Narcos 3. Staffel war ganz gut. Ja, Narcos, ja, stimmt. Narcos kann man eigentlich allgemein so gucken. Na. Ich habe jetzt, da gibt es ja noch mehr so Escobar-Serien, die muss ich mir mal reinziehen. Mal schauen, was wir da draus machen. Ach, einen habe ich ganz vergessen. Einen hast du noch? Ja, den ich letztens erst gesehen habe. Ist nicht von 2017, ist glaube ich noch etwas früher, Planet Earth 2. Das ist so eine Tier-Doku? Doku-Reihe. Okay. Die haben 2009 Planet Earth 1 rausgebracht von der BBC. 9 Folgen in verschiedenen Umgebungen. Jetzt haben sie 10 Jahre später den zweiten Teil rausgebracht. Grandiose visuelle Tierszenen. Richtig spannend gemacht mit einem Soundtrack von Hans Zimmer. Erzählt von David Attenborough und ich glaube insgesamt. Auch was mit Heinz Sielmann? Wenn er nicht mit Heinz Sielmann ist, dann mag ich eigentlich gar nicht gucken. Wer es auf Deutsch guckt, keine Ahnung, ich habe es auf Englisch geguckt, aber das ist wirklich. Heinz Sielmann ist seit 20 Jahren tot. Ja. Ich kenne den nicht, ist das so? Das war der legitime Nachfolger von Bernard Cimek. Ja, das sagt mir genauso viel. Oh. Da ist es wieder das NRW. Wir sind zu jung. Aber ja. Wer nur ansatzweise mal gerne in solche Dokus reinschaut. Hans Hass kennt ja auch mich. Nee. Ich kennt ja Hans Hass nicht. Du bist einfach viel zu alt. Ja. Wir sind nicht zu jung, du bist zu alt. Ja, ja, ja. Aber Planet Earth 2, vor allen Dingen auf dem großen Fernseher in mindestens Full HD. Geil. Okay. Spannender habe ich noch nie eine Tierdokumentation gesehen. Wenn in New York ein Wels eine Taube reißt. Ein Wels eine Taube reißt. Im Hudson oder was? Im Hudson River. Die haben nämlich Wälse vor 10 Jahren eingeführt. Die haben das ganze Fischleben da zerstört und alle die Fischarten aufgebraucht. Mhm. Und jetzt müssen die Wälse sich woanders bedienen. Ja, und die bedienen sich an Tauben, die wassern. Und die ziehen die wirklich an den Füßen oder an den Federn ins Wasser rein und fressen die dann in einem Stück. Njam. Oder Tiger, die Giraffen angreifen. Tiger-Giraffen? Ja. Löwen, die Giraffen angreifen. Ja, ich wollte gerade sagen, Moment. Ja. Die so riesig hoch sind. Also absolut spektakulär. Du meinst Pinguine, die Eisbären fressen, ja? Absolut spektakulär. Oder irgendwelche Jaguare, die in der Stadt leben und in der Stadt Wildschweine reißen. Das ist wie der Fuchs, der hier halt durchläuft. Wildschwein, was auch hier langläuft. Der ist das Nonplusultra vom Bild, von der Erzählweise, vom Soundtrack, von Naturdokus anschauen. Ich mag Dokus. Gut, dann gucken wir uns. Ist sie auf Netflix oder auf Prime oder wo ist das? Auf russischen Sicherheitskopieservern? Man kann sie bei Amazon kaufen. Ah ja, okay, dann kann man sie ja da kaufen. Oder aber geht demnächst, also spätestens Mitte nächsten Jahres wird sie bei Netflix sein. Ah ja. Grand Tour ist kostenlos bei Amazon Prime. Guckt lieber Grand Tour. Oh. Ist mit Autos, ja. Ist auch lustig, ist auch sensationell. Und für alle, die Autos mögen und Dinosaurier, empfehle ich Dino Trucks. Genau, das ist das Beste aus allem. Meine Babysitterkinder lieben das. Es hat Autos und Dinosaurier. Also die zwei liebsten Dinge von Jungs. Oh ja, und was man gucken kann, ist vielleicht das DuckTales Reboot. Das ist noch nicht ganz so gut geworden, aber es ist ganz spaßig. Ja, jetzt wurde gerade eben noch im Chat gefragt und ich hätte es auch sowieso gemacht, was sind unsere Pläne für 2018? Ein paar Dinge sind durchaus schon in der Mache. Zum einen haben wir
was getan, was schon längst überfällig war. Wir haben nämlich mal unsere Feeds getrennt. Das heißt, es gibt einen großen Masterfeed, wer jetzt bisher Nerdizismus gehört hat und immer alle Folgen bekommen hat, also auch die zu Walking Dead und Game of Thrones und auch die Singles und so weiter und das eigentlich immer ein bisschen doof fand, der hat jetzt die Möglichkeit, jeden unserer Casts einzeln zu abonnieren. Also auf nerdizismus.de gehen und dann findet ihr gleich auf der Startseite jeden Cast einzeln. Ihr müsst also nicht mehr den Masterfeed abonnieren. Das ist so die eine Neuerung. Dann die zweite Neuerung, die wir haben, ist, dass wir ein neues Mitglied haben. Das wird auch jetzt, habt ihr schon am Anfang dieser Folge gehört und wird auch sicherlich nochmal am Ende dieser Folge zu hören sein. Sie wird uns wahrscheinlich begleiten. Ich bin mal da gucken, ob sie Bock hat, das länger zu machen, aber ich glaube schon, dass sie das eine Weile machen wird. Sie hat ja keine andere Wahl. Im Livestream werdet ihr das nicht gehört haben. Im Livestream werdet ihr das jetzt nicht gehört haben. Und ansonsten haben wir für 2018 eine Menge Conventions in der Planung. Welche sich davon realisieren lassen, müssen wir mal gucken. Ich denke, Comic-Con in Stuttgart können wir als gesetzt euch schon mal mitteilen. Da sind wir uns eigentlich schon mit den Veranstaltern drüber einig. Ansonsten würden wir gerne noch ein bisschen was auf dem FatCon, auf dem MagicCon machen. Es gibt noch 3-4 andere Cons, L4 RPC. Und so weiter. RPC. Richard Dean Anderson ist nächstes Jahr auf dem FatCon. Also wir planen, wir sind mit allen Veranstaltern im Gespräch, dass wir mit 2018 auch wieder ganz fleißig auf Conventions on Stage sind. Sobald es da was Spruchreifes gibt, werden wir uns dann das sagen. Forever Nerdgirl kommt auch wieder mit Cosplay. Du hast sogar jetzt Lightning schon fertig. Ja. Musst du nochmal irgendwann geschnitten werden. Es soll dieses Jahr noch rauskommen. Genau, Lightning Cosplay und Ralf von Lightning Cosplay. Also Laura und Ralf habe ich interviewt. Das kommt dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch? Okay. Dieses Jahr noch. Und wie es nächstes Jahr aussieht, ja, nach meiner Bachelorarbeit habe ich wieder mehr Kopf und Zeit. Hast du noch 10 Tage Zeit? Dieses Jahr. Für was? Die Sachen rauszubringen. Achso, ja, nee, das wird dieses Jahr noch passieren. Das ist ein Podcast und danach, Erstmal Bachelorarbeit. Erstmal Bachelorarbeit ist Februar und dann gibt's wieder mehr. Ja. Also, wie gesagt, die Feed-Aufteilung ist das eine, Convention ist das andere. Vielleicht machen wir auch mal den einen oder anderen mehr live. Ja, teilt uns doch mal mit, ob ihr uns mehr live sehen wollt. Müssen wir mal gucken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese neuen Feeds dann bei iTunes auch mal bewertet. Denn das hilft im Ranking, das hilft der Show, das hilft zu mehr Hörern. Und mit mehr Hörern können wir auch mehr Möglichkeiten machen, denn wenn wir eine größere Relevanz haben, also wir sind ja schon man muss ja nur seinen Scope klein genug machen, dann ist man immer der Größte. Ja? Deswegen sind wir auf jeden Fall der berüchtigste Nerd-Podcast diesseits des Mississippi und rechts vom Rhein. Und wenn das aber ein bisschen größer werden soll, dann bewertet uns mal, dann kriegen wir nämlich auch noch viel bessere Promis vor die Flinte. Wir hätten jetzt sogar noch ein paar Promis-Interview gehabt, wenn der Herr Michael es nicht versemmelt hätte. Ja, wenn mein Handy mitgemacht hätte. Wenn mein iPhone, das war Apples Schuld. Genau, Apple war schuld. Ja, Apple war schuld. Ich hätte ein paar sehr coole Promi-Interviews gehabt. Ich habe mit dem Schauspieler von Hodor gesprochen. Ich habe mit dem Schauspieler von T'Alk bei Stargate SG-1 gesprochen. Ein paar sind was geworden. Wir haben mit Sean Biggerstaff geredet und er hat mich angelächelt. Jetzt musst du sagen, wer das ist. Oliver Wood aus Harry Potter. Ich glaube, das habe ich sogar noch, das Interview. Echt? Ganz, oh, das muss ich haben. Aber das Blöde ist, erstens haben wir die ganzen Einsprecher nicht mehr. Zweitens hat mir Christopher Judd, der T-Alk-Darsteller, gesagt, im Vertrauen, im Podcast, dass eine gute News gewesen wäre, dass er demnächst irgendwas wieder mit Stargate macht. Oh. Was auch immer kommt. Ich glaube, ich habe im Netz dann später gelesen, dass es wahrscheinlich irgendeine Stargate-Talkshow sein wird. Okay. Wahrscheinlich macht er das after Stargate, wenn die Serie läuft. Ja. Aber es ist schade, ein paar kleine Interviews. Dieses eine Minute super fast Interview mit einer Game of Thrones Darstellerin, die nicht mehr als eine die Minute. Ellie, die Mira Darstellerin. Ja. Die mit den lockigen Haaren. Die mit den lockigen Haaren. Das haben wir auch noch hinbekommen, aber die durfte auch nicht mehr als eine Minute mit uns sprechen. Ja. Da war das Management sehr, sehr engstirnig. Ja. Weil wir so berüchtigt sind. Nein, weil sie so jung ist. Ansonsten werden wir in 2018 auf jeden Fall nochmal ins Equipment ein bisschen investieren. Denn wir hatten jetzt leider zwei, dreimal die Situation, dass wir zwar auf Cons waren, aber kein
bescheiden Audio-Mitschnitt hatten. Das soll uns nicht nochmal passieren. Genau. Da werden wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern, dass das die Möglichkeit ist. Ansonsten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das jetzt hier verständlich war. Und was ihr euch auch wünscht für 2018. Genau, und wenn ihr natürlich Wünsche habt, was wir machen sollen 2018. Michael wollte sich schon immer mal ausziehen, ich betrink mich gerne und Forever Nerd Girl macht irgendwie was anderes. Also so. Da fällt uns bestimmt noch irgendwie was ein. Wir haben eine Sache, die wir definitiv machen müssen und sollten, weil wir das vor 2 Jahren auch so gemacht haben, die neue Staffel Akte X becasten. Ja, Akte X becasten und dann mal gucken, ob wir was zu Westworld machen. Ja. Da wird auch auf jeden Fall was kommen. Wenn da was Neues kommt. Und dann bin ich unter Umständen sogar geneigt, da müssen wir nochmal drüber reden, aber vielleicht wird sich dann The Walking Dead auch erledigt haben. Ja. Die Zeit ist begrenzt und da muss man sich, glaube ich, irgendwann auf das konzentrieren, was auch noch was bringt. Genau. Und wenn bei Walking Dead nicht noch ein mittelschweres Wunder passiert, da kommt übrigens auch noch eine Folge dieses Jahr, nee, da schaffen wir dieses Jahr ich nicht mehr. Ich habe die letzten 3 Folgen noch nicht gesehen, also hütet eure Zunge. Also die letzte Folge Walking Dead Nerds Talking kommt nicht mehr dieses Jahr, die kommt aber auf jeden Fall noch, aber habt nicht mehr was, dieses Jahr. Genau, habt ihr was Folge. Also Cosplay kommt noch, Walking Dead kommt noch. Wir kommen jetzt nirgendwo mehr hin, sondern die Rechnung kommt gleich, deine Schwester kommt auch gleich, die dich abholt. Ja. Und von daher in diesem Sinne, machtet Jod, einmal winke, winke in die Kamera und frohe Weihnachten, ne? Ohne Jote rutscht. Rutscht nicht zu tief. Boah, das ist, ja. Und schön, dass ihr wieder 2 Stunden eurer Zeit an uns verschwendet habt. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschö. Okay, der letzte Gag war wirklich sehr flach. Und hier noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr Helene Fischer rückwärts abspielt, installiert sich Windows Vista. Ha, ha, ha. Aber sonst, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Eigentlich hatte ich mit viel mehr Aufregern gerechnet. Und dann kommen 8 von 10 Punkten dabei raus. Wird Chris etwa noch altersmilde? Ich wurde hier unter völlig falschen Voraussetzungen eingebaut. Wenn die Nerds weiterhin so vernünftig bleiben, muss ich gar nicht als Korrektiv eingreifen. Das wird dann eine recht öde Existenz werden. Toll. Mir wurde noch befohlen, Werbung zu machen. Wenn ihr Kommentare zu dieser Folge hinterlassen wollt, dann könnt ihr das am besten auf nerdizismus.de tun oder per E-Mail an info@nerdizismus.de. Nerdizismus ist außerdem zu finden auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Unsere Podcast könnt ihr bei iTunes finden oder überall, wo es Podcasts gibt. Dort könnt ihr diese und alle anderen Shows anhören, runterladen und bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure SheNerd0815.